Ich schneide das dann nachher noch ein bisschen, ja. Okay. Und ich schicke Ihnen dann noch einen Link, da steht dann alles auf dem YouTube-Kanal der Volkshochschule zum Ja. Nachschauen, zum Nachhören. Falls irgendwas nicht passt, sagen Sie mir einfach dann gleich Bescheid, gell? So, jetzt mache ich Sie zum Co-Host. Das ist ein bisschen, die Kamera ist ein bisschen blöd. Aber. Ja, was willst du machen? Ist immer ein spannender Countdown. Wenn man diese Raspberlust da runter macht, haben wir vielleicht mehr Licht. Nee, da haben wir. Das schafft nichts mehr. Müsste aber eine andere Beleuchtung, was sie so ein Neonlicht haben oder so. Familie Franzke, ich stelle Sie mal kurz stumm. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, Sie sind alle auf Sendung. Wir hören Ihnen zu. Ja, war aber nichts Verfängliches. Nein, nein. Wir hätten auch weggehört. Machen Sie ruhig. So. Wir haben noch eine Minute. Das ist für uns heute tatsächlich der letzte Vortrag im Sommer, der letzte Vortrag des Semesters. Insofern finde ich das jetzt besonders schön, dass das noch klappt. Schade halt ohne Exkursion, ne? Ja, klar. Wie Aber anschauen wäre ja gut. wir haben gelernt, bescheidener zu denken in den letzten Wochen und Monaten. Da. Also, wir haben genau 20 Uhr. Ich möchte Sie ganz, ganz herzlich begrüßen im Namen der Volkshochschule im Norden des Landkreises München. Ich hatte es gerade gesagt, das ist unser letzter Vortrag in einem, wie ich finde, wirklich kuriosen Semester. Sie haben es ja alle miterlebt. Wir sind ja von der Corona-Pandemie als Bildungsträger auch massiv erwischt worden, haben ein bisschen gebraucht, uns zu orientieren, haben uns aber insgesamt und ich glaube auch die Teilnehmer ganz gut jetzt auch in den Online-Welten zurechtgefunden. Und es geht da zumindest, was die Vorträge anbetrifft, viel mehr, als ich mir das ursprünglich vorstellen konnte. Manche Dinge laufen sogar besser als in der Präsenz, aber lassen wir uns einfach auch heute überraschen. Das nächste Semester, das kann ich vielleicht schon andeuten, wir sind jetzt in den letzten Zügen. Es wird von unserer Volkshochschule ein ganz normales Programm geben. Wir sind natürlich darauf eingestellt, dass es da auch Schwierigkeiten geben kann. Wir werden natürlich noch die Abstandsregeln einhalten müssen. Und das bedeutet, dass wir das ganze nächste Semester bei sehr vielen Veranstaltungen eine hybride Form, will ich mal sagen, verwenden. Das heißt, gleichzeitig präsent und gleichzeitig streamen. Wie wir das technisch alles bewältigen können, kann ich noch gar nicht so genau abschätzen. Das werden wir bis, wir haben ja noch ein paar Wochen Zeit, das vorzubereiten, aber bis zum September wird uns das gelingen und ich hoffe, dass wir dann auch gut über die Runden kommen. Ich bin Herrn Dr. dankbar, dass wir heute Abend den Vortrag durchführen können. Das war ursprünglich, wie Sie sich vorstellen können, ganz anders geplant. Wir hatten eine Veranstaltung direkt an der Zoologischen Staatssammlung geplant gehabt, die mit einem Vortrag beginnt, die aber danach herausgeht und tatsächlich an der Lichtfalle tatsächlich Nachtfalter untersucht. Das Alternativprogramm im Regenfalle wäre gewesen, dass man sich die Zoologische Staatssammlung anschaut. Das ist bei Nacht bestimmt auch ein ganz, ganz eindrucksvolles Erlebnis. Und bei Andreas Segerer wären Sie natürlich in den besten Händen gewesen. Er ist der Oberkonservator für die ganze Schmetterlingssammlung gewesen. Und das sind ja wunderbare Schätze, die man da aus den Regalen ziehen kann. Sie sind in neuer Funktion in letzter Zeit auch. Sie sind inzwischen der stellvertretende Direktor der Zoologischen Staatssammlung hier in München, haben eine Menge auch wahrscheinlich Verwaltungsaufgaben dazu bekommen, Das ist die richtig, vielleicht das nicht stimmen immer Sie nur richtig. angenehm sind.
Sie sind auch Präsident der Entomologischen Gesellschaft hier in München. Das ist eine der größten im deutschsprachigen Raum. Viel publiziert, der Schmetterlingsexperte. Eines der letzten Bücher, die Sie gemacht haben, halte ich gerade mal in die Kamera. Das große Insektensterben, was es bedeutet und was wir jetzt tun müssen. Und ich denke, wir werden heute Abend eben uns nicht nur über die Schönheit, über die Biologie, die Ästhetik von Schmetterlingen unterhalten, sondern ich denke auch den größeren Kontext ein bisschen mitbekommen, wo die Schmetterlinge heute überhaupt stehen und was das mit diesem Artensterben zu tun hat, wie bedeutsam eben die ganze Biodiversität ist, die hier auf dem Spiel steht. Ein, wie soll ich sagen, ein weiterer Entwicklungsstrang neben dem Klimawandel, den es aufs Genaueste zu beachten gilt. Ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Seeger, Sie haben das Wort. Sehr gerne. Vielen Dank, Herr Dr. Stets, für die Einführung. Und ich freue mich sehr über unsere Zuhörer, über das Interesse an den Schmetterlingen. Sie werden dann im weiteren Verlauf des Vortrags auch noch sehen, dass, was schon angedeutet wurde, im Zusammenhang mit dem Artensterben unsere Erkenntnisse zu diesem bedrohlichen Vorgang noch weit über die Schmetterlinge hinausreichen und eigentlich die ganzen globalen Ökosysteme und damit die Menschheit an sich betreffen. Ja, Schmetterlinge, bedrohte Juwelen der List, der Lüfte, Sie lesen es hier in dem Titel und da sehen Sie schon ein solches Juwel. Ich mache es gleich mal größer im nächsten Bild. Das ist der große Schillerfalter, einer unserer schönsten Tagschmetterlinge, die man in den Auwäldern zum Beispiel entlang der Isar durchaus noch finden kann. Das ist vielleicht ein Tier, was man als Laie mit dem Begriff Schmetterling irgendwie assoziieren würde. Oder Tagpfannenauge, Zitronenfalter, Schwalbenschwanz. Solche Bilder kommen im Kopf, wenn man von Schmetterlingen spricht. Aber es gibt tatsächlich Tausende von Schmetterlingsarten, auch bei uns. Und die allermeisten sind klein oder sogar winzig klein. Das ist jetzt ein Tier, das deutlich unter 1 Zentimeter groß ist. Aber auch diese sind dann auf den zweiten Blick oder vielleicht auch erst im Mikroskop, wie diese winzige Schmetterlingsart, wirklich wunderschön mit metallischen Farben, mit bunten Farben, wunderschönen Zeichnungsmustern und die Schönheit offenbart sich dann im Detail. Das hier ist zum Beispiel jetzt eine mikroskopische oder besser gesagt unter einer starken Lupe aufgenommene Aufnahme eines unserer kleinsten Schmetterlinge. Das sind die Zwergminierfalter oder Nepticulidae, wie die Wissenschaftler sagen. Sie sehen da unten den Maßstab, 1 Millimeter. Also das ganze Tier ist mit ausgebreiteten Flügeln nicht größer als 5, 6 Millimeter insgesamt. Da oben habe ich mal versucht, das in natürlicher Größe abzubilden. Und also in diesem Kaliber, winzig klein sozusagen, fliegender Schnupftabak, sind sehr viele Schmetterlinge bei uns, die allermeisten eigentlich. Tatsächlich sind Schmetterlinge eine der größten Tiergruppen der Welt überhaupt. Wir kennen, die Zahl stimmt schon gar nicht mehr, in der Gegend von 180.000 Arten, die die Wissenschaft kennt. Wir glauben aber, dass es noch sehr viel mehr gibt, wahrscheinlich 1/2 Million Arten oder sogar noch viel mehr. Und leider, das werden wir dann auch noch später hören, sind ein großer Teil der Schmetterlinge, mindestens mehr als die Hälfte, im ganz starken Rückgang begriffen, sodass also wirklich zu befürchten ist, dass ein Großteil dieser unbekannten Arten aussterben wird, ohne dass hier ein Wissenschaftler dazu Gesicht bekommen hat, sie beschreiben könnte oder dass er über ihre Bedeutung und Funktion etwas erfahren. Das ist natürlich schon ein bisschen traurig. Worüber möchte ich Ihnen heute berichten? Also zunächst mal in einer allgemeinen Einführung, was so ein Schmetterling ist und was Schmetterlinge ausmacht, wozu sie gut sind. Möchte ich Ihnen einen Einblick in die Lebensräume von Schmetterlingen geben, also wo man sie beobachten kann. Einen kleinen Einblick in die schier unendliche Vielfalt der Farben und Formen und Anpassungen. Dann möchte ich, weil ich ja Wissenschaftler bin, Ihnen ein paar Einblicke geben, wie man Schmetterlinge erforscht, auch erzählen, warum es notwendig ist, ein paar dieser Tiere aufzuspießen, was gar nicht so gern gesehen wird bei manchen Leuten. Und dann eben zum Bestandsrückgang der Schmetterlinge sprechen, wozu es auch selber Untersuchungen gibt an der Zoologischen Staatssammlung von mir und von vielen Kollegen weltweit. Und wo dann deutlich wird, dass es eben nicht nur um den Rückgang von Schmetterlingen geht, den Sie vielleicht selber schon im eigenen Garten oder in der freien Natur gesehen haben. Es gibt da immer weniger, was durch die Luft flattert, sondern dass es sogar ein ganzes dramatisches Insektensterben gibt. Und auch dazu möchte ich Ihnen dann einige Fakten liefern, erklären, woran das liegt und was man selber auch tun kann, um diese Entwicklung ein bisschen Einhalt zu geben.
Also das wäre so das Programm für die nächsten circa anderthalb Stunden. Und jetzt also, wie gesagt, zunächst mal so allgemeine Dinge, was einen Schmetterling ausmacht. Die Schmetterlinge sind ja bekanntlich Insekten. Und Insekten sind Gliedertiere, das heißt, der Körper ist gegliedert in verschiedene Abschnitte. Also schon mal vom Leib her haben wir den Kopf und den Brustbereich und den Hinterleib. Das haben also alle Insekten so. Und an der Brust sitzen sechs Beine. Das ist typisch auch für alle Insekten. Ein Schmetterling kommt dann noch dazu. Sie haben einen Saugrüssel. Fast alle Arten, nicht alle, aber die meisten, haben einen Saugrüssel, der wie so eine Spiralfeder aufgerollt ist. Die Antennen oder Fühler, das sind die Organe, mit denen sie riechen, also sozusagen die Nasen der Schmetterlinge. Und dann vier Flügel. Hier sehen wir den Saugrüssel im Detail, eine Aufnahme unter dem Elektronenmikroskop, spiralig aufgerollt. Die verschiedene Formen von Fühlern, die Schmetterlinge haben, zum Teil ganz buschig. Und diese vielen Strukturen, die dienen einfach zur Oberflächenvergrößerung. Da sitzen Riechzellen drin und Arten, die so stark gefiederte Fühler haben, wie man sagt, die können also über mehrere 10 Kilometer sogar den Duft von Weibchen riechen und dann auch. Und auf den Flügeln der Schmetterlinge sind, wenn man sie dann unter starker Vergrößerung betrachtet, so wie dachziegelartig Flügelschuppen angebracht, auf denen dann Pigmente sitzen oder wo das Licht drinnen gebrochen wird. Das ist ein ganz typisches Merkmal der Schmetterlinge, neben diesen spiraligen Saugrüsseln, dieser Flügelstaub, wie man es nennt, diese Schuppen. Wissenschaftlich heißen sie Lepidoptera, das heißt übersetzt Schuppenflügler. Und das ist also das Kennzeichen der Schmetterlinge. Schlechthin. Da kann man sie unterscheiden von anderen Insekten, zum Beispiel Wespen, geflügelte Ameisen haben solche Flügelschuppen eben nicht. Ja, dann sind Schmetterlinge Insekten, die eine sogenannte vollkommene Metamorphose oder Verwandlung durchlaufen. Das heißt also, das Schmetterlingsweibchen nach der Befruchtung legt Eier. Wir sehen dann in der Bildmitte oben so ein Ei bei starker Vergrößerung. Der Falter selber ist der Schwalbenschwanz, den Sie vielleicht auch schon mal im eigenen Garten oder auf einer Wiese im Münchner Raum gesehen haben. Aus dem Ei schlüpfen dann Jungraupen, das sehen wir rechts oben. Die Raupe frisst, wird größer, in dem Fall an gelben Rüben, an Möhren hauptsächlich oder am Dill. Raupe wird größer, spinnt sich dann an einen Stängel an, legt da so ein Sicherungsseil um den Körper und verwandelt sich dann in eine Puppe. Und in der Puppe wird jetzt der ganze Körperbau eingeschmolzen und neu formiert. Das heißt, es geht dann also weiter. Hier sieht man schon eine sehr stark entwickelte Puppe links oben, wo schon auch die Flügelzeichnung des Falters durchschimmert und dann reißt die Puppenhülle auf und der Falter kriecht heraus, zunächst noch mit ganz eng zusammengeknäuelten Flügeln. Die werden dann mit Blut gefüllt und pumpen sich auf. Und am Schluss bleibt dann dieser schöne Schmetterling über, der sich dann auch wenn es ihm gegönnt ist, ein Weibchen sucht oder einen Geschlechtspartner sucht, um sich fortpflanzen zu können. Und wenn er Pech hat, bevor ihm das gelingt, wird er dann schon von irgendeinem Räuber, zum Beispiel einer Hornisse, erlegt und gefressen. Also das ist so der Entwicklungszyklus vom Ei über Larve, über Puppe bis zum fertigen Insekt. Und das nennt man eine vollkommene Verwandlung. Dieser ganze Zyklus, der dauert, das ist jetzt sehr verschieden von den einzelnen Arten, mehrere Wochen bis mehrere Jahre. Also bestimmte Schmetterlinge können 9 Jahre oder noch länger leben, in der Regel dann als Puppe, viele Jahre als Puppe überdauern. Und dann sieht man also schon daran, das ist doch eine lange Zeit und in dieser Zeit lebt das Insekt, in welcher Form auch immer, in dem Biotop, in dem Lebensraum, an den es angepasst ist. Und dass eine Art an einer bestimmten Stelle vorkommen kann, da sind wichtige Voraussetzungen, eine Vielzahl von Voraussetzungen notwendig. Und die müssen alle ziemlich genau stimmen. Wenn sie das tun, dann kann die Art dort existieren. Und wenn sie nicht stimmen, dann hat die Art keine Existenzmöglichkeit oder verschwindet auch wieder aus einem Lebensraum, wenn sich die Bedingungen zu ihren Ungunsten finden. Zum Beispiel, nur einige Beispiele dafür. Die Futterpflanze muss stimmen. Also wo es gelbe Rüben, wo es wilde Möhren gibt, Dill oder ähnliche Pflanzen, dort kann der Schwalbenschwanz existieren. Und wo es das nicht gibt, zum Beispiel auf der Betonfläche eines Gewerbegebiets oder so, da gibt es auch keinen Schwalbenschwanz. Der Nährstoffgehalt im Boden ist sehr wichtig, weil die Pflanzen nehmen ja Dünger auf.
Und wenn es jetzt Moorrüben sind, die sehr stark gedüngt sind, dann würden die Raupen vielleicht noch dran fressen, aber wenn sie das tun, dann wird die Pflanze giftig oder mindestens abführend und die Raupe geht wahrscheinlich ein. Also überdüngte Standorte sind schlechte Standorte und kann man also ganz generell sagen für Schmetterlinge. Es müssen die richtigen Strukturen im Lebensraum vorhanden sein. Zum Beispiel Büsche, wo man drauf ansitzen kann und die Gegend beobachten oder eben kleine Ästchen und Stängel, wo man sich zur Verpuppung anspinnen kann und ähnliches. Die Größe des Lebensraums muss hinreichend groß sein, dass sich eben genügend Individuen dort halten können, um sich erfolgreich fortpflanzen zu können. Das Klima muss stimmen, die wichtigen Mittelwerte an Temperaturen, an Feuchtigkeit, an Besonnung, an Beschattung und so weiter und so fort. Also ein ganzes Sammelsurium und je nach Art sind diese Voraussetzungen eben verschieden und das ist der Grund, warum an manchen Stellen bestimmte Schmetterlinge vorkommen, an anderen weniger und bestimmte Arten nur in einzelnen Flächen, Naturschutzgebieten oder ähnlichen zu finden sind. Also, das ist schon etwas, was ich Ihnen auch für später schon mitgeben möchte, was ich Sie bitte ein bisschen im Hinterkopf zu behalten. Also, dass Lebensraum mit diesem geeigneten Spektrum überhaupt verfügbar ist und in welchem Zustand er ist, ob er jetzt überdüngt ist oder nährstoffarm ist etc., das ist für Insekten existenziell. Es kommt auf die Lebensräume, ob eine Art dort existieren kann oder nicht, die Qualität der Lebensräume. So, jetzt ist die Frage, wozu sind Schmetterlinge gut? Das ist eine Frage, die der Mensch immer gerne stellt, obwohl die Natur vermutlich wohl zweckfrei ist. Aber Schmetterlinge haben zum Beispiel für den Menschen durchaus wirtschaftliche Bedeutung. Eines der bekanntesten Beispiele ist die Seidenproduktion vom Seidenspinner, der als Haustier gehalten wird. Und man sieht, die Larve spinnt bei der Verpuppung sich ein schützendes Gehäuse aus Seide. Das ist der Kokon. Ein einzelner Seidenfaden, weit über einen Kilometer lang. Und ja, das wird eben genutzt, diese Naturseide, um Stoffe zu produzieren. Es gibt noch ein paar andere Arten, die das auch können. Und das ist jetzt ein Beispiel der chinesische Seidenspinne. Das ist eine sehr große Art, die ist größer als eine Handfläche. Und die wurde im 19. Jahrhundert nach Südeuropa eingeführt, hat sich dort dann ausgebreitet und ist mittlerweile bis ins Donautal bei Deggendorf vorgedrungen. Also dieser exotische Falter lebt jetzt mittlerweile auch an einer Stelle in Bayern. Es gibt Schmetterlinge, die gegessen werden, zum Beispiel der sogenannte Mokane-Wurm, sind also getrocknete Larven eines Nachtfalters. In Afrika habe ich selber in Namibia schon gegessen. Und es gibt schädliche Schmetterlinge, zum Beispiel der sogenannte Apfelwurm, das ist die Raupe des Apfelwicklers, die sich eben dann in die Äpfel bohrt und die mit ihrem Kot verunreinigt. Oder auch der Prozessionsspinner, dessen Raupen sehr stark allergieauslösende Brennhaare haben und ähnliches. Da sehen wir die, das sind ganze Knäuel von solchen haarigen Raupen. Der Prozessionsspinner breitet sich zurzeit aus, ist einer der wenigen Schmetterlingsarten und das ist doch ein Problem, wenn die Raupenhaare durch die Luft fliegen, dann gibt es ganz üble Allergien und Atemwegserkrankungen. Schädlinge, also wie Apfelwicker oder Prozessionsspinner, hier habe ich noch ein paar zusammengestellt, aber um das gleich vorwegzunehmen, schädliche Schmetterlinge sind die absolute Ausnahme. Die meisten Schmetterlinge, das werden wir später noch hören, sind hochgradig gefährdet und im starken Rückgang begriffen. Aber einige sind das nicht und einige halten sich bei uns sehr gut zu unserem Leidwesen, zum Beispiel der Schwammspinner. Ist eine Art, die vor allem in Laubwäldern, in warmen Eichenwäldern, liegt jetzt weniger in Südbayern, vor allem in Nordbayern, ist das ein Problem. Und zwar ein so großes Problem, dass sich die Forstbehörden genötigt sehen, dort Insektenvernichtungsmittel zu spritzen, was aber nicht nur den Schwammspinner umbringt, sondern die ganze Lebensgemeinschaft an Insekten oder zumindest an Schmetterlingen, ist also doch durchaus bedenklich, sowas zu tun, so einen Rundumschlag zu machen. Die Kleidermotte ist ein Tier, das Wolle, Pellets, also alle tierischen Produkte, Haare, Leder, alles was mit Haut und Keratin ist eigentlich der Stoff, also ein Eiweiß frisst und dann eben auch Löcher in den Pelzen und Lederjacken macht. Der Kastanienminierfalter ist eine Art, die bei uns eingeschleppt wurde, also nicht einheimisch ist. Die kommt aus Südosteuropa, lebt an Kastanien und ist dafür verantwortlich, dass sich die Kastanienblätter so braun verfärben und fleckig werden.
Ein Pilz macht es auch, eine Pilzerkrankung, aber eben auch die Larven dieses Minierfalters, besser bekannt als Biergartenmotte, obwohl es gar keine Motte ist. Oder rechts unten der Dörrobstzünsler, Volksmund auch Kakaomotte genannt. Auch das ist ein weltweit mit den Menschen verbreiteter Vorratsschädling, der in der Küche halt schon mal irgendwo an Reis und Mehl und Ähnlichem frisst. Ja, aber das waren jetzt ein paar Aspekte, wo Schmetterlinge für uns Menschen Bedeutung haben, sei es im positiven oder im negativen Sinne. Für die Natur an sich haben sie eine immense Bedeutung. Zum Beispiel, das sieht man jetzt hier auf dem Bild als Bestäuber von Blüten, und diese Anpassung kann sogar so weit gehen, dass die Form eines Blütenkelches an die Länge und Form einer Schmetterlingsrüssels angepasst ist, sodass diese Pflanze, das gibt es bei tropischen Orchideen, dass diese Pflanze nur von einem einzigen Schmetterling bestäubt werden kann. Und wenn der Schmetterling ausstirbt, stirbt auch die Pflanze aus, weil es kein Bestäuber mehr gibt. Dann sind Schmetterlinge Pflanzenfresser, und wenn sie sich in großen Mengen vermehren, wie hier die Raupen eines Kiefernspinners, dann werden sie auch für die Pflanzen lästig oder schädlich, in seltenen Fällen auch bedrohlich. Und die Pflanzen lassen sich das nicht gefallen. Das heißt also, sie entwickeln chemische Abwehrstoffe, die den einzigen Sinn und Zweck haben, Insekten, zum Beispiel Schmetterlingsraupen, daran zu hindern, die Pflanze zu fressen. Also irgendwas Giftiges oder was Schlechtschmeckendes, was in diesen Pflanzen erzeugt wird. Und wenn Sie jemals schon aus der Naturapotheke irgendwie so Kiefernadelöl oder Ähnliches genommen haben, um Kopfschmerzen zu bekämpfen, also das sind eigentlich chemische Abwehrwaffen der Pflanzen, der Nadelbäume, gegen Raupenfraß. Und das wirkt gegen die meisten Schmetterlinge, aber nicht gegen die, die sich daran auch wieder angepasst haben und dann trotzdem an der Kiefer ist. Und natürlich eine ganz wichtige Bedeutung von Schmetterlingen und allen Insekten eigentlich allgemein, sie sind von Hauptberuf Opfer. Und zwar dienen sie eben als Nahrungsquelle für ein Milliardenheer anderer Tiere, angefangen von Raubinsekten, Spinnen, bis hin zu Fischen, Amphibien, Vögeln, wie man sieht, Fledermäusen, Kleinsäugern, teilweise auch der Mensch, wie wir gesehen haben, nimmt Insektennahrung zu sich. Und das sind also ganz fundamentale Dinge für die Stabilität der Naturkreisläufe, für das Funktionieren. Also Insekten, um das nochmal zu sagen, ganz allgemein, sind die mit Abstand größte Gruppe aller höheren Lebewesen auf der Erde. 3/4 aller Tierarten sind Insekten, also eine von 1,3 Millionen Tierarten. Und sie machen also vom Gewicht her ungefähr die Hälfte der tierischen Biomasse auf der Erde aus. Also wenn man alle Insekten zusammenwiegen würde, käme ungefähr 1 Milliarde Tonnen dabei heraus. Und sie sind, oh, ich sehe gerade einen Fehler in der Rechtschreibung, fundamental soll das natürlich heißen, für die Funktion und die Stabilität der Ökosysteme. Wenn es keine Insekten mehr gibt, haben die Vögel nichts mehr zu fressen und einen Großteil der Süßwasserfische nichts mehr zu fressen. Die Bestäubung funktioniert nicht mehr und so weiter. Also deswegen ist es wichtig, dass wir eine große Vielfalt an Insekten haben und auch eine große Menge, also eine große Biomasse an Insekten haben. Und nicht zuletzt sind jedenfalls Schmetterlinge Sympathieträger, vielleicht gemeinsam mit den Bienen. Die haben ein gutes Image und deswegen sind sie auch geeignet, sozusagen als Flaggschiffe, als Botschafter für Naturschutzangelegenheiten zu dienen. Und den Naturschutz brauchen wir, weil es den meisten Insekten sehr, sehr schlecht geht, wie wir noch hören werden. Ja, was gibt es noch allgemein zu Schmetterlingen zu sagen? Die größte Artenvielfalt gibt es nicht bei uns, sondern da, wo es wirklich warm ist, in den Tropen. Da sieht man also Bilder aus dem Regenwald im Amazonasbecken von Peru, wo ich auch in meiner Forschung tätig bin. Rechts um die Ansammlung verschiedener tropischer Falter am Ufer eines Flusses, wo sie Mineralien zu sich nehmen. Bei uns ist die Artenfülle nicht so groß, aber jetzt weiß ich nicht, je nachdem, wie unsere Zuhörer schon Vorkenntnisse haben, in Deutschland gibt es immerhin 3700 Schmetterlingsarten und ungefähr in Bayern, das ist jetzt mein Revier als Schmetterlingsforscher, gibt es zum Stand vor wenigen Tagen 3303 Arten. Das ist immerhin fast 90% dessen, was es in ganz Deutschland gibt. Im Münchner Raum ungefähr 2400. Also doch eine ganz erhebliche Anzahl und deutlich mehr als das, was man so als Normalbürger üblicherweise als Schmetterling kennt.
Leider sind auch viele Arten, 10% unserer heimischen Arten, sind zwischenzeitlich im 21. Jahrhundert, genauer gesagt, ausgestorben oder verschollen. Das heißt, so selten geworden, dass man sie auch mit den besten Methoden nicht mehr finden kann. Der sogenannte Regensburger Heufalter, der hier in meiner Heimat Regensburg früher vorkam, ist da ausgestorben. Ganz früher gab es ihn auch auf den Münchner Heiden, ist schon lange weg. Diese Art ist aus ganz Deutschland verschwunden und ist ein Beispiel für das schon erwähnte Schmetterlings- und Insektensterben. So, jetzt sind Schmetterlinge durchaus vielfältig. Also bei Tausenden von Arten kann man sich vielleicht vorstellen, dass es dort verschiedene Gruppen sich herausgebildet haben. So ist es auch. Am bekanntesten von den Schmetterlingen ist ja so ein Schwalbenschwanz, ein Apollofalter, Tagfalterauge, Zitronenfalter. Das sind die großen Flattermänner, die am Tag unterwegs sind, die sogenannten Tagschmetterlinge. Die machen aber nur, das sind jetzt die Zahlen aus Bayern, einen Bruchteil der gesamten Schmetterlinge aus. Sie sind sozusagen die Spitze eines Eisbergs. Nur 5% aller Schmetterlinge sind Tagfalter. Die große Masse der anderen großen Schmetterlinge sind die sogenannten Großnachtfalter. Da gibt es immerhin über 1000 Arten bei uns. Das ist also schon mal ein Drittel der heimischen Fauna. Aber die große Masse, das sind die sogenannten Kleinschmetterlinge, die im Volksmund irrigerweise Motten heißen. Ich habe Ihnen ein paar Beispiele ja eingangs schon vorgestellt, mit über 2000 Arten bei uns, also fast 2/3 der heimischen Schmetterlinge sind so in der Größenklasse 1 cm bis ein paar Millimeter nur groß. Also das ist eigentlich die Gruppe, wo die größte Vielfalt und überraschende ökologische Anpassungen sind, wo ich Ihnen nachher ein paar Beispiele zeigen kann. Zunächst aber, bevor ich zu den Schmetterlingen selber komme, möchte ich Ihnen ein paar Lebensräume vorstellen. Eigentlich ist es so, dass Schmetterlinge die meisten Landschaftsteile besiedeln, einschließlich der Süßgewässer. In den Meeren gibt es natürlich nicht, in den Eisgebieten der Polkappen gibt es nicht, aber sonst eigentlich weitgehend überall. Wälder, insbesondere Laubwälder, aber auch Nadelwälder sind Biotope. Und wenn man zum Beispiel im Münchner Raum in Eichelgarten geht, Perlacher Forst und so weiter, hat man gute Chancen. Vor allem lichte Wälder, strukturreiche Wälder sind geeignete Lebensräume. Fichtenmonokulturen, wo ein Baum neben dem anderen steht und alle gleich alt sind, dann schon wieder weniger. Oder auch Auenwälder entlang der Isar beispielsweise sind sehr artenreiche Lebensräume. Die Randgebiete der Wälder, Waldmäntel, Waldsäume, entschuldigen Sie bitte. Dann vor allem offene, nährstoffarme Landschaften, sogenannten Magerrasen, die Heiden, das ist hier ein Bild aus der Garchinger Heide in München, das sind eigentlich mit die artenreichsten Lebensräume überhaupt an Schmetterlingsvielfalt und das sind gleichzeitig auch die am meisten gefährdeten Gebiete, wo die Artenverluste im Zuge des Insektensterbens mit Abstand am größten sind. Dann auch feuchte Wiesen, wie hier im Voralpenraum, sind gute Biotope, die Moorgebiete, auch im Voralpenraum vor allen Dingen zu finden. Ja, und das war jetzt also ein Einblick in Lebensräume, wo es besonders viele Schmetterlinge gibt. Und jetzt möchte ich Ihnen einen kleinen Einblick in die einheimische Artenvielfalt, in die Vielfalt an Formen und Anpassungen geben. Beginnen natürlich mit den bekanntesten Arten, den Tagfaltern. Und das hier sind jetzt ein paar Beispiele dafür. Dieser Dickkopffalter sind Arten, die man eigentlich noch finden kann, aber leider schon nicht mehr überall. Einige davon muss man also teilweise schon wirklich gezielt suchen. Dieser Malven-Dickkopf ist ein relativ kleiner Tagfalter, der im offenen Land, zum Beispiel in der Garchinger Heide, fliegt. Der Schwalbenschwanz, der kann auch mal in den Randgebieten der Stadt im Garten auftauchen, der hier auch belebt, wie schon gesagt, am gelben Rüben. Zitronenfalter, denke ich, kennt jeder. Etwas weniger ist vielleicht bekannt, dass nur das Männchen zitronengelb ist. Das Weibchen, das da rechts sitzt, auf die Begattung wartet, ist weiß gefärbt. Dann gibt es eine große Gruppe, die sogenannten Bläulinge. Warum sie so heißen, ist eigentlich selbst erklärend, wenn man das Bild anschaut, die aber auch stark bedroht sind und einer der noch verbreiteten Arten, auch im Münchner Raum, in offenen Flächen, ist der gemeine Bläuling.
Der kleine Fuchs war in meiner Kindheit ein Massentier, ist schon deutlich seltener geworden und vielleicht auch eine Art, die dass einer der ganz wenigen Schmetterlinge bei uns unter der Klimaerwärmung zu leiden hat und deswegen mehr sich in den Norden zurückzieht. Die meisten Schmetterlinge, die wir haben, kommen mit der Klimaerwärmung sehr gut zurecht oder sind sogar wärmeliebend und müssten eigentlich sogar vom Klimawandel profitieren. Dass sie es dann aber doch nicht tun und sogar sehr stark gefährdet sind, hat wieder andere Gründe, auf die ich noch zu sprechen komme. Oder das große Ochsenauge hier im Weibchen, das ist ein Wiesenschmetterling, der noch wirklich relativ häufig ist, sogar auch im Münchner Stadtgebiet in entsprechend naturnahen Wiesen oder Parks. Dann von diesen großen Nachtfaltern gibt es verschiedene Gruppen. Eine davon sind die Schwärmer, die kenntlich sind an diesem dicken aerodynamischen Körper und diesen schmalen, kräftigen Flügel. Das sind hervorragende Flieger. Manche, wie das Taubenschwänzchen, das wir links unten sehen, sind bei uns eigentlich nicht einheimisch, sondern haben ihre Ursprungsgebiete im Mittelmeerraum und fliegen jedes Jahr über die Alpen bis zu uns, ein bisschen nach Skandinavien zum Teil. Und gerade jetzt um diese Zeit, wenn der Sommer wieder blüht, kann man diese kleinen Falter am Tage, gehören zwar zu den Nachtfaltern, sind aber jetzt ausnahmsweise tagaktiv. Man kann sie also im eigenen Garten am Sommerflieder sehen, saugen wie so kleine Kolibris. Auch rechts unten, das ist ein Verwandter des Taubenschwänzchens, der Hummelschwärmer. Auch den gibt es jetzt um diese Zeit am blühenden Sommerflieder. Oben zwei richtig große Brummer, die sind schon Handspannen lang. Und diese, zu den Eigenschaften dieser Schwärmer gehört tatsächlich, dass sie wie Kolibris auch vor der Blüte sind. Und man sieht es da oben bei den Windenschwärmer. Der Rüssel ist oft überraschend lang und taucht dann in den Blütenkelch ein. In Südamerika habe ich selber schon einen Schwärmer gefangen, der hat einen 30 cm langen Rüssel, also so ein Oschi, und dient dazu, eine bestimmte Orchideenart zu bestimmen. Die andere Gruppe von Nachtfaltern ist sehr dick und robust, mit diesen gefiederten Fühlern, die ich auch schon vorgestellt habe. Das sind die sogenannten Spinnerfalter. Im Frühjahr kann man in Buchenwäldern den Nagelfleck am Tage auch durch das Unterholz huschen sehen. Die anderen sind also alle nachaktiv. Die Eichenspinner, den gibt es zum Beispiel in den Alpen, Voralpenmooren. Den chinesischen Seidenspinner habe ich Ihnen schon genannt, im Donautal bei Deckenburg. Und der Wollafter, das ist ein Bursche, der ist besonders interessant, dessen Puppe kann also ungefähr 7 Jahre lang, das Puppenstadium 7 Jahre lang dauern. Die Raupen treten gerne in solchen Nestern auf, die sieht man hier rechts. Und wir hatten heuer bei Regensburg nach langer Zeit wieder mal ein häufiges Auftreten im Donautal. Eine andere Gruppe von Spinnern sind die sogenannten Zahnspinner. Da habe ich Ihnen zwei besonders interessante mitgebracht. Nicht die Schmetterlinge, ziemlich groß und dick, aber relativ eintönig gefärbt, aber die Raupen sind spannend. Zum Beispiel die Raupe des Gabelschwanzes, die sehen Sie hier, das sieht aus, wie wenn es ein großes Gesicht wäre mit einem furchterregenden Rachen. Das stimmt aber gar nicht, das ist nur eine Zeichnung. Da wollen Sie potenzielle Feinde irritieren oder abschrecken damit. Da vorne ist der Kopf der Raupe, der ist ganz harmlos und das Blätter. Und hinten auch noch so Gabel, daher der Name Gabelschwanz mit so roten, übel riechenden Anhängseln dran, die dann bei Gefahr ausgestreckt werden. Auch das eine Abwehranpassung gegen mögliche Feinde. Und die Raupe des Buchenspinners, die ist ganz bizarr, schaut eigentlich irgendwie so wie so ein Alien aus, ziemlich abstoßend. Im Jugendstadium sind die Raupen so und dann sehen Sie auch, was diese Form eigentlich bewirken soll. Die machen Ameisen nach. Und Ameisen sind durchaus wehrhafte Insekten, an denen sich andere Tiere auch nicht so gern vergreifen. Und das ist also auch eine weitere Anpassung zum Schutz vor dem Gefressenwerden. Eine der größten Schmetterlingsgruppen bei uns sind die sogenannten Eulenfalter. Zu denen gehört beispielsweise der braune Bär, der in meiner Kindheit noch ein allgemein verbreiteter Nachtfalter war, sehr häufig ans Licht geflogen ist. Mittlerweile gibt es ihn in Bayern kaum noch, an wenigen Stellen und in einzelnen Exemplaren. Dann im Moor ein winziges Eulchen, habe ich letztens erst im Wildmoos bei Gilchen gesehen, das Zwergmoor-Eulchen, also ein Falter ungefähr 1 Zentimeter groß. Und der daneben ist 12-mal größer, das ist einer unserer größten Nachtschmetterlinge überhaupt, das blaue Ordensband, das auch jetzt im August bei Nacht unterwegs ist. Und um solche Tiere zu sehen, muss man also entweder Lichter anmachen, helle Lichter, wo die Nachtfalter angelockt werden, oder das kann man vielleicht im Hintergrund von diesem Ordensband sehen,
mit einer Mischung aus Rotwein und Zucker die Baumrinden bestreifen. Dann werden die Nachthäuter angezogen und saugen daran. Und dann kann man sie also mit der Taschenlampe oder mit dem Fotoblitz entsprechend ablichten. Da unten auch noch ein paar Eulenfalter, die sehr häufig sind bei uns. Aber halt auch nur bei Nacht üblicherweise zu finden. Dann eine weitere sehr große Schmetterlingsgruppe, die sogenannten Spanner. Warum die so heißen, sehen Sie also hier. Die Raupe hat keine Bauchfüße und da muss sie sich, also wenn sie sich fortbewegen will, erstmal so das Hinterteil nach vorne schieben, kann sich dann vorne wieder wegstrecken und dann kommt dieser spannende Bewegungsablauf zustande, nachdem die ihren Namen haben. Auch hier wieder ein paar Beispiele von Farben und Formen, nur ein ganz kleiner Ausschnitt. Der Birkenspanner, auch eine der häufigen Arten, eher unscheinbar gefärbt, aber man kann sich vielleicht vorstellen, wenn der auf einer Birke, auf einem Birkenstamm sitzt, dann sieht man ihn kaum. Wird er aufgelöst durch seine Zeichnung. Ein Schutz vor Feinden. Das ist seine Raupe. Das ist, sieht aus wie ein Ast irgendwie. Ne? Aber es ist die Raupe, die sich ganz starr und steif wegstreckt und auch dadurch sich versucht, unsichtbar zu machen, um nicht gefressen zu werden. Im rechten Bild oben sehen Sie den Moosspanner, ein bisschen Suchbild. Ich weiß nicht, ob Sie den Schmetterling schon entdeckt haben da drin. Ich zeige Ihnen mal den Flügelumriss. Das ist hier die beiden Vorderflügel und da vorne ist der Kopf und da sieht man ein Beinchen. Das ist wohl noch ein Bein. Und da sieht man schon, also wie fantastisch diese Tiere angepasst sind an ihren Untergrund und die schaffen das auch, sich den passenden Untergrund auch auszusuchen, sich also da unsichtbar machen zu können. Auch der unten in der Mitte ist in gewisser Weise unsichtbar, das grüne Blatt. Der Name ist selbsterklärend. Der sitzt also auf Blättern und hofft darauf, nicht gesehen zu werden. Rechts wieder ein Tier, das sich zu tarnen versucht am Baumstämmen, deswegen Rindenspanner heißt. Und ganz links, der Stachelbeerspanner, ist eine Art, die jetzt wieder sehr, sehr auffällig ist. Die fällt sofort ins Auge. Allenfalls könnte man es mit einem großen Haufen Vogelkot verwechseln, aber an sich dann auch nicht. Also dieser Spanner macht wirklich mit sehr auffälligen Farben geradezu aufmerksam auf sich. Dann ist die Frage, warum wird der nicht gefressen? Warum gibt es diese Art überhaupt? Aber die sind schon ausgestorben. Die Antwort ist, dieser Schmetterling schmeckt so schlecht und ist so übel riechend, dass ein Vogel, der den einmal frisst, das sofort lernt und den nie wieder anrührt. Also das ist eine Warntracht, die eben den Feinden signalisiert, du lass lieber die Finger von mir, das bekommt er nicht. Die größte Vielfalt haben wir aber nicht bei diesen großen Nachtfaltern, sondern bei den sogenannten Kleinschmetterlingen. Und die sind in der Regel wirklich klein, oft nur wenige Millimeter groß, aber dafür faszinierend. Man braucht halt schon eine starke Vergrößerung, um manche Arten zu sehen, wie diesen Urfalter hier mit seinen glänzenden Flügeln. Das ist auch noch die urtümlichste Schmetterlingsgruppe überhaupt von der Evolution her betrachtet. Der hat auch keinen Spiralrüssel, sondern der hat tatsächlich kauernde Mundwerkzeuge. Diese Schmetterlinge fressen Blütenpollen, so wie Käfer. Oder die Trugfalter. Man sieht metallische Farben. Warum sie Trugfalter heißen, dürfen Sie mich gar nicht fragen. Deutsche Namen sind, manchmal, ich weiß nicht, wer die erfunden hat. Es sind aber echte Falter. Das ist kein Betrug, sind also echte Schmetterlinge. Was man schön sehen kann an diesen Tieren ist, dass die Lebensweise der Raupen, der Larven, die sind nämlich ganz kleine, flache Raupen, die so flach sind, dass sie sich in ein Blatt hineinbohren können. Blätter sind ja äußerst dünn. Und die Raupen bohren sich da hinein, fressen die Zellen innerhalb eines Blattes und dann schaut es irgendwie so aus, das Grasbild. Also wenn früher bei der Fronleichnamsprozession, am Fronleichnamstag werden oft so Birkenbüsche aufgestellt. Und wenn man dann diese braunen Flecken, kann man da oft sehen, das sind Fraßspuren dieser Trugfalter. Das zeige ich Ihnen hier nochmal näher, wie das Ganze funktioniert. Was Sie hier rechts sehen, das ist ein Schnitt durch ein Blatt. Also da oben ist die Blattoberseite, hier unten ist die Blattunterseite, jeweils eine Reihe von Zellen und dazwischen noch weiteres Zellgewebe. Also das ist ja nicht viel, so ein Blatt ist ja sehr, sehr flach bekanntlich. Und da bohren sich also Raupen von bestimmten Kleinschmetterlingen hinein, fressen dann solche Hohlräume heraus. Und im Extremfall, das sehen Sie hier links unten in dem Bild,
ist die Raupe so flach, dass sie sich nur innerhalb einer einzigen Schicht von Blattzellen, hier in der oberen Zelle, in der oberen Blatthaut der Epidermis bewegt. Und das schaut dann so aus. Das ist ein langer Fraßgang, den die Raupe hier macht, so extrem flach, dass sie aber nur diese oberste Epidermis, diese oberste Zellschicht der Blätter befrisst. Das ist ja unglaublich sogar. Ne? Und das kann man sich auch zunutze machen, diese Fraßspuren, man nennt sie Minen, wie eben Erzminengänge in den Berg hinein. Diese Minen sind zum Teil artcharakteristisch, sodass man anhand der Fraßspuren schon Arten bestimmen kann. Und das macht sich also dann der Schmetterlingsforscher zunutze, indem man ein sogenanntes Minenherbar anlegt, wo dann draufsteht, genau welche Art es ist, hier am Geißblatt gefunden und wann und wo genau das gesammelt wurde, von wem. Das sind wichtige Daten, die dann für die Forschung von Bedeutung sind. Heutzutage kommt sowas dann auch in eine Datenbank. In meiner von Bayerischen Schmetterlingen ist ungefähr eine 500.000 Datensätze mittlerweile drin. Und dann kann man mit Datenbankabfragen auch herauskriegen, wo in Bayern kommen diese Schmetterlinge vor und wann kommen sie vor. Kommen sie heute noch vor? Sind es mehr geworden? Sind es weniger geworden? Gibt es Bestandsänderungen und ähnliche Fragen? Also diese wissenschaftliche Information ist der Kern eigentlich für Forschungsarbeiten an Insekten oder an Tieren ganz allgemein. Welche Art, wo gefunden, zu welchem Datum, von wem? Ja, solche Schmetterlinge, die in Blättern minieren, gibt es sehr viele, die auch oft nicht miteinander verwandt sind. Das hier ist ein ganz berüchtigter, den habe ich auch schon mal kurz vorgestellt, der Biergarten-Minierfalter, die also schon mal dafür sorgen kann, dass die eine oder andere Kastanie im Sommer ganz braun wird. Aber die Kastanien überleben das auch in der Regel ohne Probleme. War der Kastanienfalter eine schädliche Art, eine der wenigen schädlichen Schmetterlinge? Ist das ein sozusagen ein Juwel aus Bayern, ein Überbleibsel aus der Eiszeit, das nur an ganz wenigen Stellen in Hochmooren vorkommt und auch nur dort, wo die Moorbirke so kurze, sagen wir mal, handspannenlange Sämlinge bildet. Nur in solche Moorbirkenblätter geht die Raupe hinein und macht dann diese Art von Faltenminen. Ja, also das ist eine winzige Art, 5-6 Millimeter groß aufgespannt, die es nur in Kältegebieten, in Mooren an wenigen Stellen in Bayern gibt. Und das ist auch eine der wenigen Schmetterlinge, die vom Klimawandel dann auch betroffen sein werden. Und wenn es wärmer wird, das mögen die nicht. Und dann gehen die so Richtung Skandinavien zurück und verschwinden aus Bayern. Der Begriff Motten ist ein paar Mal gefallen. Und im Volksmund werden alle diese kleinen Schmetterlinge als Motten, das hätte ich schon fast gesagt, disqualifiziert. Tatsächlich ist aber so, dass Motten, das ist ein biologisch scharf definierter Begriff, das ist eine Gruppe, eine sogenannte Familie von Schmetterlingen, die relativ artenarm ist. Sie können es unten lesen, in Bayern sind nur 2% aller kleinen Schmetterlinge Motten, echte Motten. Und die haben bestimmte Merkmale, anhand derer sie der Biologe erkennen kann, zum Beispiel dieser buschige Kopf und etliche andere anatomische Merkmale. Das spielt jetzt keine Rolle. Also was eine Motte ist im biologischen Sinn, ist ganz streng definiert und nur diese 50 Arten bei uns sind Motten. Und auch nur ein Teil der Motten ist für uns wirklich schädlich, wie die Kleidermotte und die Pelzmotte. Und ein paar Verwandte, eine Handvoll verwandte Arten. Die meisten anderen Motten, die es in freier Natur gibt, sind überhaupt nicht schädlich oder zum Teil sogar ziemlich selten und auch bestandsbedroht, wie diese Weißstirnmotte, die es an heißen Stellen, vor allem in Nordbayern. Dann gibt es die sogenannten Gespinstmotten, die aber keine Motten sind, sondern andere Schmetterlinge. Und die sind Ihnen vielleicht schon mal aufgefallen in Form der Raupen. Die haben nämlich die Eigenschaft, dass sie auf ganze Büsche einspinnen. Das sieht dann so aus wie im Horrorfilm oder wenn die Spinnenplage losgegangen wäre. Ganze Büsche von Schlehen, Weißdorn, Pfaffenhütchen oder Traubenkirschen sind dann so eingesponnen. Das sind Arten, die sich zur Massenvermehrung neigen. Es gibt also eigentlich ein unappetitliches Gewimmel von Raupen, die sich in dem Gespinst dann schützen und die ganzen Büsche kahl fressen. So schauen dann die Schmetterlinge aus. Vielleicht 1,5 Zentimeter groß, 2 Zentimeter.
insgesamt weiß mit schwarzen Punkten. Ja, jetzt ist die Frage, das sieht ganz das irgendwie erschreckend aus, wenn ganze Landschaften solche Büsche übersponnen und kahl gefressen sind. Ist das jetzt schlimm? Und die Antwort ist nein. Die Pflanzen sind dann angepasst. Die werden kahl gefressen, die Raupen verpuppen sich, dann hört der Fraß auf, die Büsche haben keine Blätter mehr. Und dann so um den Johannitag rum, also Ende Juni, fangen sie an, nochmal Blätter auszutreiben. Von der Johannistrieb. Und hinterher, nach ein paar Wochen, wenn die Gespinste verrottet sind, schauen die Büsche wieder aus wie vorher. Also das ist ein unästhetischer, irgendwie erschreckender Anblick, der aber ohne Konsequenzen ist für die Pflanzen selber. Die Natur ist da bestens dran angepasst. Dann gibt es sowas, habe ich erst gestern in freier Natur wieder gesehen, die sogenannten Glasflügler. Ist eine Gruppe von Kleinschmetterlingen, die man als Laie jetzt vielleicht nicht unbedingt für einen Schmetterling halten würde, sondern für ein Stechen, das Insekt, für eine Wespe oder sowas. Und genau das ist der Sinn und Zweck dieses Aussehens. Sie machen Mimik, wie der Fachbegriff heißt. Das heißt, sie täuschen mögliche Feinde, indem sie als ein wehrhaftes Insekt nachahmen. Und auch die Flügel sind zum Teil gar nicht mit Flügelstaub bedeckt. Eine große Gruppe sind die Graszünsler und die erwähne ich jetzt bloß deswegen, weil wenn man jetzt über Wiesen geht, die einigermaßen naturnah sind, also in Parks, naturnahen Wiesen irgendwo außerhalb der Stadt, dann spritzen so auch am Tage vor, wenn man entlang geht, immer wieder so kleine weißliche Falter auf den Stück fliegen und sich wieder hinsetzen. Das sind solche Graszünsler und einige wenige Arten treten in solchen Mengen auf, dass sie also auch heute noch nicht gefährdet sind und dass man sie also überall sehen kann. Dann zu dieser Gruppe der Zünsler gehören auch solche Arten, die sind jetzt auch wieder spannend, weniger als Schmetterling, obwohl ja, Schönheit mit dem Auge des Betrachters, also mit diesen blau-metallischen Zeichnungen da am Hinterflügelrand, ist auch eine sehr hübsche Art. Was diese Arten besonders macht, ist, dass ihre Raupen im Wasser leben. Und da entweder Taucherglocken spinnen, wo sie ihre Luft mitnehmen, um unter Wasser atmen zu können, oder sogar so etwas Ähnliches wie Kiemen haben, um dort Sauerstoff aufzunehmen. Das sind die Wasserzünsler, die unter Wasser an bestimmten Wasserpflanzen leben. Die findet man also überall dort, wo es ja, Badeweiher, Tümpel und Ähnliches. Und ich glaube, das ist jetzt der letzte Block aus der Gruppe der Anpassungen von Schmetterlingen, das sind die Federfalter, die also irgendwie an Schnaken erinnern. Und die heißen deswegen Federfalter, wenn man genau hinschaut, dann sind die Vorderflügel hier in zwei Federn aufgespalten. Und die Hinterflügel sieht man jetzt nicht, die haben drei Federn. Es sind schon insgesamt vier Flügel, aber die sind jeweils gespalten. Vorne zwei Spalten, hinten drei Spalten. Und die hüpfen auch so wie Schnaken durchs Gelände. Da gibt es einige häufigere Arten, wie diese hier, die an Wildrosen lebt als Raupe. Oder das hier, und das finde ich jetzt wieder persönlich besonders spannend, das ist ein Schmetterling, dessen Raupe an einer insektenfangenden Pflanze lebt. Den Sonnentau, der wächst in Mooren. Auch im Voralpenland ist der an vielen Stellen zu finden. Das hier ist der Sonnentau, die Blätter desselben. Und da sieht man, diese Pflanzenblätter haben Tentakel, wo am Ende wie Tau irgendetwas Glänzendes sitzt, ist, das ist aber eine klebrige Substanz und Insekten, die dann meinen, da gibt es Flüssigkeit und da könnte man Wasser aufnehmen, die fliegen auf die Blätter, bleiben kleben und werden dann von der Pflanze verdaut. Die Pflanze holt sich auf diese Art eine zusätzliche Stickstoffquelle. Und da sieht man die Raupe des Sonnentaufederfalters, die hat gelernt, zwischen diesen insektenfangenden Tentakeln sich zu bewegen, befrisst die Pflanze ohne Gefahr und ist natürlich hervorragend geschützt, weil andere Raubinsekten, die laufen große Gefahr, hier am Sonnentau kleben zu bleiben und selber gefressen. Also das sind schon wirklich tolle Anpassungen, finde ich, und der Einfallsreichtum der Natur ist ziemlich grenzenlos. Ja, das waren also jetzt ein paar kleine Einblicke in die Vielfalt von Schmetterlingen. Jetzt möchte ich Ihnen einen kleinen Einblick in meine eigene Tätigkeit als Naturwissenschaftler geben. Nämlich, was macht man, Schmetterlinge zu erforschen? Warum will man sie eigentlich erforschen? Und es ist tatsächlich so, also wenn Sie mich jetzt live in Ausrüstung sehen würden, am Tage im Gelände, also so viel hat sich nicht verändert zu diesem Bild von Karl Spitzweg, der Schmetterlingssammler. Man geht also tatsächlich mit Kescher und bewaffnet, heutzutage natürlich nicht mehr mit Feldflasche,
sondern mit GPS-Geräten am Smartphone und Ähnlichem durch die Gegend und sucht dort Schmetterlinge, sei es jetzt im Amazonas-Urwald von Peru oder bei uns im Münchner Raum oder an anderen Stellen in Bayern. Also, um Schmetterlinge zu erforschen, tatsächlich, das hier ist eine Helferin in Peru, die in unserer Forschungsgruppe mit dabei war beim Sammeln. So fängt man also Tagschmetterlinge im Urwald und bei Nacht, da hängt man also helle Lichtquellen an, vor allem solche, die Blauanteile, Ultraviolettanteile haben, weil das die Schmetterlinge besonders gut sehen. Und dann werden die vom Licht angezogen und man kann sie dann beobachten, sammeln, notieren, welche Arten da sind. Und Arten, die für die Wissenschaft von Bedeutung sein könnten, die werden dann durchaus auch mitgenommen und gesammelt. Das heißt, da sehen Sie also jetzt hier schon das Ergebnis einer solchen Fangnacht, eine Menge toter Tiere. Und das ist jetzt etwas, was manche Leute ein bisschen verstört, weil man weiß doch, Schmetterlinge sind gefährdet, sind im Rückgang begriffen, sind bei uns auch zum Teil streng geschützt. Was soll das also, diese Tiere einfach umzubringen? Und die Antwort ist, wir müssen erstmal wissen, herausfinden, welche Arten gibt es denn überhaupt wo. Und um dann hinterher sagen zu können, ob sich ihre Bestände ändern, ob sie schützenswert sind und welche Eigenschaften sie haben und verschiedene wissenschaftliche Fragestellungen beantworten zu können. Also deswegen, ich werde es nachher noch ein bisschen näher erläutern, ist es unvermeidlich, als Forscher auch Schmetterlinge zu sammeln, zu töten, aufzuspießen und eine Sammlung zu stecken. Und hier sehen Sie also den Außenanblick der Zoologischen Staatssammlung, hier einen kleinen Einblick in unsere Magazinräume, wo also hier mehrere 10.000 Insektenkästen sind. Und in den Insektenkästen sehen Sie also jetzt ja entweder einen prachtvollen oder auch verstörten Anblick, einen Haufen toter, aufgespießter Tiere. Wir schätzen, dass in unseren Beständen derzeit 13 Millionen Exemplare vorhanden sind. Jetzt werden Sie vielleicht, hoffentlich nicht, aber vielleicht auf die Idee kommen und sagen, aha, jetzt haben wir ja also schon den Grund für das erwähnte Insektensterben gefunden, aber so ist es gar nicht. Weil die Insekten vertragen das durchaus, dass sie hohe Verluste an Individuen haben. Und das möchte ich Ihnen jetzt ein bisschen erläutern. Zunächst aber, warum ist es notwendig, dass man tatsächlich als Forscher Tiere aus der Natur entnimmt und abtötet und in solche Sammlungen steckt? Es ist tatsächlich so, dass für Insektenforschung das Sammeln des A und O die Basis ist für alle weiteren Prozesse, die man dann als Forscher anstrebt. Zum einen sind also diese Sammlungsexemplare, die Sie vorher gesehen haben, das sind einfach wissenschaftliche Dokumente. Und sie werden es dadurch, dass es eben nicht nur tote Tiere sind, sondern an jeder Nadel steckt unten auch ein Zettel, wo draufsteht, wo gesammelt, von wem gesammelt, wann gesammelt, mit welcher Methode gesammelt. Und ähnliche Angaben. Und das ist eigentlich diese Kerninformation, die man als Forscher braucht. Also wissenschaftliche Dokumente, jetzt habe ich mich schon wieder verschrieben, ich bin entsetzt. Also 50% aller Schmetterlingsarten haben Doppelgänger, so soll das heißen. Das heißt, auch ein Spezialist, auch ein Fachmann wie ich, kann diese Tiere nach äußeren Merkmalen nicht auseinanderhalten. Und wenn man sie überhaupt bestimmen will, dann muss man sie tatsächlich mitnehmen, abtöten, unter dem Mikroskop sezieren, um feinste, mit bloßem Auge nicht sichtbare Merkmale zu sehen, oder auch eine Gewebeprobe zu entnehmen, um eine Art genetischen Fingerabdruck zu machen. Das sehen Sie hier, das ist also Forschung live vor ein paar Jahren allerdings schon gewesen. Es gab bei uns diesen Kleinschmetterling, einen Wickler, der also wunderschön gezeichnet ist, orange mit bleigrauen Metallflecken und diesen blaugrenzenden Augenzeichnungen hier an der Stelle. Das ist eine Art, die galt bei uns als unverwechselbar. Bis sich dann herausgestellt hat, hoppla, aus Sibirien ist eine zweite Art beschrieben, das ist die hier, die sieht eigentlich äußerlich genauso aus. Und man kann sie nur unterscheiden, entweder eben durch einen genetischen Fingerabdruck oder durch mikroskopische Merkmale. Und was Sie hier rauspräpariert sehen, bei Männchen und Weibchen sind die Geschlechtsorgane oder Fortpflanzungsorgane. Da sieht man jetzt, also das hier sind bei Männchen Strukturen, wo sie den Hinterleib des Weibchens umklammern. Und das ist bei einer Art, geht das hier beispielsweise außen ganz rundherum. Bei der anderen ist hier so ein Vorsprung, so eine Kante. Also da kann man das beispielsweise sehen. Aber äußerlich sind diese Arten praktisch nicht sicher unterscheidbar. Und was die Wissenschaftler interessiert,
ist, wie viele Arten gibt es? Welche Arten gibt es? Durch welche Merkmale ist eine Art überhaupt definiert? Gibt es Variation, so wie jeder Mensch auch irgendwie anders ausschaut? Also wo ist die Grenze zur benachbarten Art? Also das sind ganz wichtige Fragestellungen und das muss man erstmal grundlegend erforschen. Dazu braucht man Material, also tatsächlich gesammelte und konservierte Tiere. Weiterhin ist es notwendig, solche Exemplare vorrätig zu haben, dass auch noch in 100, in 200 Jahren Forscher nachprüfen können, ist es wirklich die Art, die damals gemeint worden ist. Ja, es sind gerichtsfeste Dokumente, weil es reicht zum Beispiel nicht, wenn ich den Bau eines Gewerbegebiets verhindern möchte, zu sagen, oh, ich als großer Schmetterlingsspezialist habe dort die Art XY gesehen, die vom Aussterben bedroht ist. Also da braucht schon tatsächlich auch Belege dafür. Und was wir auch feststellen können anhand von Sammlungsexemplaren, ist einfach, wo eine bestimmte Art überhaupt vorkommt und ob sie ihre Häufigkeit, ihr Verbreitungsgebiet im Laufe der Zeit geändert hat. Und tatsächlich haben wir in unserer Sammlung Exemplare stecken, Zitronenfalter beispielsweise aus der Zeit von 1750. Die sehen noch genauso aus und sind völlig intakt, wie wenn sie heute in Zitronenfalter draußen sehen würden. Ja. Und auch hier bei diesem konkreten Beispiel, was Sie hier links sehen, war es dann so, dann erstmal festgestellt, aha, diese Art, die nur aus Sibirien bekannt war, die gibt es auch bei uns in Mitteleuropa. Und dann war es erst möglich, in der Sammlung nachzusehen, hat sich auch herausgestellt, tatsächlich, diese Art ist auch schon in den 1930er Jahren gesammelt worden, aber niemand hat es so richtig erkannt. Immer verwechselt worden mit dem Doppelgänger hier. Und es könnte jetzt auch theoretisch sein, dass diese Art heute gar nicht mehr vorkommt. Das gibt es ja noch in Bayern, aber rein theoretisch hätten wir dann herausgefunden, heute gibt es das gar nicht mehr, aber im Jahr 1930 gab es es noch in Thüringen beispielsweise. Also das sind schon wichtige Grundlagen, auch die Basis tatsächlich, um sagen zu können, so eine Art ist im Bestand gefährdet, ist stark zurückgehend. Also das ist tatsächlich, auch wenn das paradox klingen mag, das Aufspießen und Erforschen solcher Tiere ist die Basis für Naturschutz. Für ökologische Forschung und nur was wir kennen, das macht der Forscher, Arten beschreiben und ihre Merkmale festhalten, nur was wir kennen, werden wir auch wertschätzen und schützen. Durchaus machen Naturfreunde heute Jagd auf Schmetterlinge mit der Kamera und machen tolle Fotos, aber die Hälfte aller Arten ist anhand von Fotos nicht bestimmbar und wenn sich irgendwann mal in der Zukunft herausstellt, das ist nicht eine Art, was wir glauben, sondern es sind zwei oder sogar mehr. Anhand eines Fotos können Sie keine Genitalpräparate machen, anhand eines Fotos können Sie keinen genetischen Fingerabdruck machen. Und das mag Ihnen vielleicht jetzt einen Eindruck geben, warum es notwendig ist, wenn man Wissenschaft betreibt, Insekten tatsächlich zu sammeln. Beispielsweise haben wir hier auch an der Zoologischen Staatssammlung ein großes Forschungsprojekt gehabt, und jetzt geht es in anderen Themen weiter. Zum Beispiel das sogenannte DNA-Barcoding, da versucht man also alle Tierarten Bayerns anhand eines genetischen Fingerabdrucks zu identifizieren. Wir haben also 90% aller Schmetterlingsarten mittlerweile auch auf diese Weise charakterisieren können. Und dann kam heraus, was man vorher nicht wusste, dass es ganz unerwartete Arten gibt in Deutschland, in Bayern, einzigartig in ganz Deutschland, die diese beiden Schmetterlinge, die Sie hier sehen und eben auch diese Art aus Sibirien, die ich vorher genannt habe, das wusste man vorher gar nicht, dass die bei uns vorkommen. Also wenn man das nicht weiß, kann man die auch nicht schützen. Ja. Jetzt fragt sich aber dann doch, ist es nicht wirklich schlimm, auch wenn es wissenschaftlich begründet sein mag, dass man diese Tiere sammelt und in Kästen steckt, wenn sie doch schon so gefährdet sind und so im Bestand rückläufig sind. Und da ist die Antwort, es kommt jetzt ein bisschen auf, darauf an, diesen Effekt des Schmetterlingssammelns, wie viele Tiere so ein Sammler eigentlich wirklich umbringen kann, in Relation zu setzen, was sonst in der Natur draußen passiert. Und dann wird sehr schnell deutlich, dass also wissenschaftliche Arbeit überhaupt keinen Einfluss hat auf die Bestandsentwicklung und mit dem Insektensterben auch überhaupt nichts zu tun. Und warum das so ist, das sehen Sie erstmal da rechts oben. Also Schmetterlinge sind wie alle Insekten darauf getrimmt, möglichst viele Nachkommen in die Welt zu setzen. Also ein Weibchen legt sehr viele Eier. Und es ist aber dann in der Natur so,
dass fast alle dieser Nachkommen absterben, bevor sie jemals zur Fortpflanzung kommen, indem sie üblicherweise gefressen werden oder an Krankheiten eingehen. Das ist auch sinnvoll so, weil so sind sie beispielsweise Nahrung für Vögel und Fische und ähnliche Insektenfresser. Also für das Funktionieren der Naturkreisläufe ist es einfach notwendig, dass ein Großteil von Insekten gefressen wird, als Nahrungsgrundlage, als Eiweißgrundlage. Und dann können Sie unten schon lesen, so ein Brutvogelpaar tötet pro Jahr mehr Schmetterlinge, als ein Sammler in Jahrzehnten überhaupt zusammentragen kann. Es gibt aber viel mehr Vögel in Bayern als Schmetterlingssammler. Es gibt zwei Hauptamtliche, jetzt ein Kollege von mir und ich. Und dann gibt es eine Reihe von ehrenamtlichen Mitarbeitern der Zoologischen Staatssammlung und ein paar weitere, die in entomologischen, also insektenkundlichen Vereinen organisiert sind und die mit uns kooperieren. Also das ist, wenn es hochkommt, sind das 50, 100 Leute in ganz Bayern. Dann kann man sich ausrechnen, wie deren Einfluss auf die Bestände ist im Verhältnis zum einzigen Brutvogelpaar. Ja? Also das ist vernachlässigbar. Und auch der Autoverkehr killt unglaublich Insekten. Also in 10 Minuten hat man mal ausgerechnet, alle 10 Minuten sterben in Europa auf den Straßen mehr Schmetterlinge, Enten an der Windschutzscheibe, was in allen Naturkundemuseen der ganzen Welt überhaupt vorhanden sind. Und das alle 10 Minuten. Also man sieht, Insekten sind tatsächlich in großer Menge grundsätzlich vorhanden und sie sind seit 400 Millionen Jahren, so lange gibt es Insekten, darauf angepasst, dass sie hohe Massenverluste, Bestandsverluste haben. Und es ist ja tatsächlich nicht der massenhafte Verlust von Insekten, der Grund ist für das Insektensterben, sondern, das kann ich jetzt schon vorwegnehmen, der Verlust an ihren Lebensräumen, Veränderungen in den Lebensräumen. Das ist die Ursache für Bestandsrückgänge und für Aussterben. Also von Insektensammlern geht keine Gefahr aus. Das ist die wissenschaftliche Seite. Die juristische Seite ist, dass der Gesetzgeber Sammeln von Insekten aus Naturschutzgründen verboten hat. Der meisten Insekten. Das heißt also, Wissenschaftler oder auch Privatleute, die das trotzdem tun wollen, müssen einen ordentlichen bürokratischen Aufwand betreiben, um Ausnahmegenehmigungen anzusuchen. Und wenn man das in ganz Bayern machen will, an 7 Naturschutzbehörden in den 7 Regierungsbezirken, dort ist dann jeweils ein Biologe, also ein Fachkollege von mir, und ein Jurist damit beschäftigt, diese Anträge auf Richtigkeit, sachliche und rechtliche Richtigkeit zu prüfen. Dann gibt es Bescheide und hin und her und so weiter und so fort. Und das muss selbst ich als bayerischer Beamter, dessen Dienstauftrag ist, auch Insekten zu erforschen und damit auch zusammen, selbst ich muss diesen Prozess durchlaufen, mit Begründung, mit einem riesen bürokratischen Aufwand, und alle Privatpersonen sowieso. Also das ist perfekt geregelt, aber Autoverkehr ist legal. Da muss man keine Ausnahmeanträge stellen, um Insekten zu finden. Also das ist wirklich ein absolutes Missverhältnis und schon ein bisschen ambivalent, also so eine Doppelgesichtigkeit des Staates, weil das ist nicht der Grund für das Insektensterben. Wenn wir Insekten erforschen wollen, sind wir sogar im Gegenteil als Wissenschaftler darauf angewiesen, mit Fachkräften zusammenzuarbeiten, die das halt auf privater Basis machen, weil es nicht genug Stellen gibt für Insektenforschung. Sehen Sie einen lieben Freund und Kollegen von mir, Alfred Haselberger aus dem Chiemgau. Mit dem zusammen habe ich vor 4 Jahren überhaupt zum ersten Mal einen vollständigen Referenzkatalog der Schmetterlinge Bayerns erstellt, zeitlich und räumlich aufgeschlüsselt, welche Arten gibt es in Bayern überhaupt. Die 3303, die ich schon erwähnt habe. Und das wäre für mich alleine in Bayern überhaupt nicht machbar. Auch zu zweit wäre das gar nicht machbar. Also es gibt dahinter ein ganzes Konsortium von über 50 Leuten, die uns hier mit ihren Daten, mit ihrem Wissen beigestanden haben. Und das sind also wirklich wissenschaftliche Fachkräfte mit Know-how, die aber natürlich in anderen Berufen arbeiten, deswegen Fachamateure, aber im besten Sinn des Wortes. Das sind keine Amateure im Sinn von Laien, die keine Ahnung haben, sondern ganz im Gegenteil, die könnten auch wissenschaftlich arbeiten an einem Forschungsmuseum. Und die gibt es. Viele davon sind organisiert in entomologischen Vereinen. Bei uns in München, in Südbayern, ist es die Münchner Entomologische Gesellschaft, MEG. Wer also Lust hat, kann hier auf der Webseite mal sich umschauen. Wir sind der größte insektenkundliche Verein im deutschsprachigen Raum. Und dort sind also solche Leute organisiert,
die wir dringend brauchen für die Wissenschaft, weil man das als Forscher gar nicht alleine bewältigen kann. Und genau diese Leute werden aber durch die gesetzlichen Hürden zunehmend abgeschreckt. Und es wird verleidet, dass sie ins Feld gehen können. Und das ist ein Riesenproblem, mit ein Grund dafür, warum es zunehmend weniger Nachwuchs gibt an Leuten, die sich für Insekten interessieren. Und auch dann auch immer weniger Daten. Also der Gesetzgeber spielt mit dieser Hürde des Sammelns für wissenschaftliche Zwecke. Es ist grundsätzlich erlaubt, aber mit einem irren bürokratischen Aufwand verbunden. Damit spielt der Gesetzgeber sogar den Kräften in die Hände, die gar kein großes Interesse haben, dass allzu viele naturschutzfachlich relevante Daten in Bayern oder in Deutschland überhaupt vorhanden sind. Also das ist schon wirklich paradox, muss man sagen, und überaus ärgerlich. Auf die Weise wurde tatsächlich auch wirklich irgendwie ein Keil zwischen die natürliche Partnerschaft von Naturschutz und Wissenschaft gegeben. Vor 40 Jahren schon kam diese Artenschutzverordnung auf Bundesebene, und das ist seitdem korrigiert worden. Und bringt nichts für den Insektenschutz, das will ich Ihnen noch zeigen. Denn Schmetterlinge sind im dramatischen Rückgang begriffen, und zwar vor allem hinsichtlich der Gesamtmenge an Schmetterlingen, die nehmen dramatisch ab. Und vor allen Dingen, das ist das wirklich Besorgniserregende, auch bei sogenannten Allerweltsarten. Ich hatte Ihnen schon mal den braunen Bären, vielleicht erinnern Sie sich, kurz vorgestellt und erzählt, in meiner Kindheit war der überall häufig nachts am Licht zu finden. Und hier sehen Sie von meinem Kollegen Josef Reichholf am unteren Inn die Daten. Er hat diese Schmetterlinge gezählt seit Ende der 60er Jahre. Und da sehen Sie, wie die Mengen in den 60er Jahren, das ist die Menge, wie hoch waren sie, wie häufig war diese Art. Und dann in den 70er Jahren, 80er Jahren, 90er Jahren, jetzt findet man fast keine mehr. Obwohl es aller Weltsarten sind, der braune Bär lebt am Löwenzahn, der in jedem Garten wächst. Aber der Schmetterling ist verschwunden. Da stimmt etwas nicht mehr in unserer Umwelt. Und trotz allerstrengsten Schutzes ist auch der Apollofalter, der bei uns im Gebirge gesehen werden kann, also zum Beispiel in den Chiemgauer Alpen, gibt es Verbreitungspunkte. Hier muss ich hindeuten, weil das ist der heutige Zustand. In Chiemgauer Alpen und im Allgäu gibt es diese Art noch an manchen Stellen zu sehen. Dieser Apollofalter gehört zu den am allerstrengsten geschützten Insekten in ganz Deutschland, auch weltweit strengstens geschützt. Er hat höchste Schutzlevel im deutschen Naturschutzgesetz. Also lassen Sie sich niemals erwischen, so einen Apollofalter zu fangen. Sie ist strengstens verboten. Nur was nützt es? Sie können hier sehen, ich entschuldige mich, das ist eine Folie aus einer meiner Vorträge in Englisch, aber ich erkläre es Ihnen ja hier. Sie sehen hier die Verbreitung des Apollofalters. Das sind gemeinsame Daten des Landesamtes für Umwelt und der Zoologischen Staatssammlung, wo der Apollofalter in früherer Zeit, im späten 19. Jahrhundert vorkam, auch außerhalb der Alpen, hier im bayerischen Jura, sogar im Fichtelgebirge. Und dann sehen Sie in 25-Jahres-Schritten, wie das immer weniger wird und wie die immer mehr Populationen erlöschen, und zwar also immer dynamischer, je näher wir an heute kommen, geht das umso schneller, also seit den 70er Jahren geradezu dramatisch. Und außerhalb der Alpen gibt es vom Apollo nur noch 2 oder 3 Standorte überhaupt. Also das ist schon dramatisch. Auch in den Alpen selber sind die Vorkommen sehr, sehr stark zurückgegangen. Trotz Höchstschutzes. Und das ist auch erklärlich, weil Schmetterlingssammeln gar nicht der Grund ist für den Rückgang dieser Arten. Auch das 2 Beispiele. Regensburger Heuwalter habe ich Ihnen schon gezeigt. Oder der Garchinger Wickler, der in der Garchinger Heide vorkam, einzigartig in Deutschland, sind aus unserer Heimat verschwunden, seit Jahrzehnten schon. Trotz Naturschutz und bestehenden Sammelverboten. Und das sind jetzt hier Messungen oder Daten, die wir hier selber, die ich selber erhoben habe, an der Zoologischen Staatssammlung. Man sieht also, Schmetterlingsarten sterben aus in Bayern, und zwar immer schneller. Es geht beschleunigt vorstatten. Das kann man jetzt hier in dieser Grafik erkennen. Also Wissenschaftler lieben Grafiken, und weil sie dann mit einem Blick sozusagen erfassen können, was Sache ist. Ich möchte es Ihnen kurz erläutern, ich habe nicht so viele Grafiken dabei, aber nur, dass Sie sehen, das hier sind also Daten aus unserer Checkliste, die ich mit dem Alfred Haselberger zusammen gemacht habe. Und die Höhe der blauen Säulen ist die Anzahl von Arten, die in einem bestimmten Zeitraum zum letzten Mal gesehen wurden.
Also hier diese rechte große Säule, sind über 2900 Arten. Das sind die, die nach 2001 in Bayern gesehen wurden. Also das ist das, was aktuell noch vorhanden ist. Das sind recht viele. Dann hier sieht man 168 Arten, die sind im Zeitraum zwischen 1971 und 2000 aus Bayern verschwunden. Hinterher nie mehr gesehen worden nach 2000. Da haben wir hier noch einen Zeitraum 1901 bis 70 und 18. und 19. Jahrhundert. Und wenn Sie jetzt diese beiden Zahlen addieren, stellen Sie fest, es ist praktisch genauso viel, wie seit den 70er Jahren verschwunden ist. Also andersherum formuliert, in den letzten 30 Jahren des 20. Jahrhunderts sind bei uns in Bayern genauso viel Schmetterlingsarten verlustig gegangen, wie in 200 Jahren zuvor. Also da sieht man diese unglaubliche Dynamik dieses Artenrückgangs. Und also aktuell stellt sich eben so dar, dass das ist die Summe dieser drei Zahlen hier. 339 Arten, 10% der heimischen Schmetterlinge sind ausgestorben oder extrem selten geworden, dass wir sie nicht mehr finden. 1000 weitere Arten ungefähr sind als stark oder mehr oder weniger stark bestandsbedroht in der roten Liste der gefährdeten Tiere verzeichnet. Dann kommen nochmal gute 1500 dazu, die Hälfte des Bestandes, die also im Bestand rückläufig sind, noch nicht so, dass sie in der roten Liste erfasst werden. Aber es gehören wirklich allerweltsarten dazu. Wenn man vergleicht, selbst die Gamma-Eule, falls Ihnen das ein Begriff ist, ist einer unserer häufigsten Nachtfalter überhaupt. Selbst die ist im Vergleich zu dem, was es vor 200 Jahren gab, stark zurückgegangen, obwohl sie immer noch häufig ist. Und nur wirklich eine Minderheit der Schmetterlingsarten ist gleichbleibend im Bestand oder sogar zunehmend. Auch das gibt es. Der Eichenprozessionsspinner oder der Buchsbaumsinser als Beispiel. Und tatsächlich ist es so, dass nicht nur Schmetterlinge, sondern praktisch alle Insekten von einem dramatischen Rückgang betroffen sind. Das haben Sie vielleicht selber auch schon feststellen können, wenn Sie im Sommer mit dem Auto über Land fahren und längere Strecken zurücklegen, dann haben halt die Windschutzscheiben und die Stoßstangen früher so ausgesehen. Und heute müssen Sie schon genau suchen, um überhaupt noch Einschläge von Insekten dort zu finden. Und das ist also wirklich dramatisch. Wissenschaftler haben sowas auch in harte Zahlen gefasst. Kollegen aus Krefeld, ein Kollege aus der TU in München-Freising, ich selber, viele andere Kollegen, über 80 Studien gibt es mittlerweile weltweit, die ein dramatisches Insektensterben belegen. Bei uns in Nordamerika, sogar im tropischen Primärregenwald, wo man meint, dort ist unberührte Natur und alles ist in Ordnung, ist es leider nicht. Es gibt einen dramatischen Rückgang der Insekten und das ist deswegen fatal, weil ich Ihnen ja schon erklärt habe, dass Insekten für das Funktionieren, sehr basal sind für das Funktionieren der Nahrungsnetze und der Ökosysteme als Bestäuber, als Nahrungsgrundlage, als Pflanzenfresser und Ähnliches, als Abfallvernichter, als Gesundheitspolizei, die Kot und Aas beseitigt. Also dazu brauchen wir Insekten und wenn diese Biomasse so stark zurückgeht, kommt die ganze Natur durcheinander und das kann also ganz fatal für uns auswirken. Woran liegt dieses beunruhigende Insektensterben? Also die Sammler sind es nicht, das habe ich Ihnen lang und breit erklärt. Wir kennen auch den Grund und wir kennen den Grund als Wissenschaftler seit 200 Jahren. So lange ist es schon nämlich bekannt und beschrieben worden. Der Hauptgrund für den Rückgang von Insekten ist der Rückgang an Lebensräumen. Deswegen nochmal die Erinnerung, als ich Ihnen sagte, bei dem Entwicklungszyklus vom Ei zur Raupe, zur Kucke, zum Schmetterling, die sind an ihre Lebensräume gebunden, an die Bedingungen, die dort herrschen, die alle passen müssen. Und jetzt stellt sich heraus, das Bundesamt für Naturschutz dokumentiert, in einer roten Liste der gefährdeten Lebensraumtypen, dass von über 860 verschiedenen Lebensräumen, die es bei uns gibt, 2/3 auf der roten Liste stehen. Das heißt, die gehen zurück, sie verändern sich dramatisch zum Teil, manche sind ganz verschwunden, wie Urwälder beispielsweise. Und deswegen sind auch alle Arten verschwunden oder sind im Rückgang begriffen, die an solche Lebensräume angepasst sind. Also die Hauptgründe, es gibt viele Gründe für dieses Insektensterben, aber die entscheidenden, die Alpha-Faktoren sozusagen, die lassen sich so zusammenfassen, dass die Landschaften heute, vor allem die Agrarlandschaft, also die Felder, eintönig ausgeräumt sind voller Monokulturen, das nennt man Landschaftshomogenisierung, dass wir durch Besiedelung und Straßenbau, Flächenfraß, also Bau von Industriekomplexen und Gewerbegebieten, die Landschaft zerstückeln, fragmentieren und wahrscheinlich noch mit am schlimmsten von allen,
dass durch Überdüngung und Insektengifte eine chemische Belastung im Lande herrscht, die praktisch flächendeckend ist. Also nicht nur dort auf dem Acker, wo Insektengifte verspült werden, sondern die verteilen sich durchs ganze Land und durch die Nahrungskette. Also auch Sie haben, wir alle haben eine hohe Chance von 80%, dass wir Glyphosat im Urin nachweisbar haben. In Greifvögeln sind schon Neonicotinoide, sind also besonders aggressive Insektengifte nachgewiesen. Also dieses Zeug verteilt sich in Umwelt und Lebewesen überall. Und das ist der entscheidende Grund des Insektensterbens. Ohne Wenn und Aber, also die Intensivierung des Landbaus, intensive Landwirtschaft und Flächenverbrauch, Flächenzerstückelung auf der anderen Seite, das sind bei uns in Deutschland, in Tropen ist es wieder anders, das sind die Hauptgründe. Bei uns wie es. Und um das nochmal zu visualisieren, ich kann mich noch erinnern, in den 70er Jahren haben hier in der Regensburger Gegend viele Landschaften auf dem Land so ausgesehen, also strukturreich und eng verzahnte unterschiedliche Biotope, ein Landschaftsmosaik mit zur damaligen Zeit noch sehr geringem Eintrag von Dünger und schädlichen Chemikalien. Und das hat sich zunehmend gewandelt, immer mehr in solche Landschaften. Eintönig, ohne Hecken, ausgeräumte, riesige Monokulturen, dann im Siedlungsgebiet eben riesige Betonflächen. Und aus der Vogelperspektive bleiben dann als artenreiche Lebensräume bloß noch Naturschutzgebiete über, die aber dann wirklich ganz, ganz kleine Flecken sind inmitten eines lebensfeindlichen Meeres von Agrar- und Betonwüste. Und das sind die Gründe eben, warum die Lebensräume zurückgehen und damit die Art, die Lebensmöglichkeit. Also, man muss sich das jetzt ein bisschen wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, wie ich Ihnen gesagt habe, Sammeln und Forschen ist nur unter bestimmten Auflagen möglich, ist in Deutschland nach deutscher Gründlichkeit strikt reguliert, weil also aus Naturschutzgründen das Sammeln von Insekten von Seiten des Gesetzgebers als bedenklich angesehen wird, aber Autofahrer müssen dazu keine Anträge stellen, die dann fachlich von Biologen und von Juristen geprüft werden. Und sie müssen dann auch keine langen Listen schreiben und die Insekten von der Windschutzscheibe abkratzen und zusammenfassen und ans Landesamt für Umwelt schicken, welche Arten sie jetzt getötet haben. Wäre alles denkbar mit genetischem Fingerabdruck, alles heutzutage kein Problem, aber das ist nicht vorgesehen. Und die deutschen Autos legen 732 Milliarden Kilometer pro Jahr zurück. Das sind Zahlen vom Kraftfahrtbundesamt. Also da sehen Sie dieses Missverhältnis. Ja? Insekten killen durch Autoverkehr ist aber auch nicht das Entscheidende. Insekten sind angepasst an Massenverlust und sie könnten das ab. Was sie nicht abkönnen, ist die Intensivierung und Monotonisierung des Landbaus, Massentierhaltung, wo also jede Menge Gülle und Überdüngung und also Stickstoffverbindungen freigesetzt werden, Insektengifte, Beton. Aber das gestattet der Gesetzgeber. Schon im Rahmen. Aber diese Rahmen sind überaus großzügig gestattet. Ja? Und zwar so, dass eben auf breiter Flur unsere Insekten zurückgehen. Das ist ein Problem, weil wenn die Insekten wirklich zurückgehen, dann ist die große Frage, ob die Menschheit sowas im Allgemeinen überleben kann. Vielleicht schon, aber dann werden die Ressourcen knapp und wir ersticken in Kot und Aas und ähnlichen Dingen. Also das wird dann sicher nicht lustig. Und die Gefahr ist leider tatsächlich, das zeigen Forschungen und Simulationen im Supercomputer, dass so ein Szenario auf der Zeitskala von einigen Jahrzehnten, wenn es so weitergeht, wie bisher tatsächlich wahrscheinlich ist. Das heißt, unsere Kinder, unsere Enkel, spätestens die, werden die Folgen des Insektensterbens mit voller Breitseite auftreten. Das ist dann wirklich sehr, sehr, sehr bedenklich und deswegen sollte man tatsächlich was tun, wenn man die Belastbarkeit des Planeten Erde analysiert, dann stellt sich also heraus, dass tatsächlich der Rückgang an genetischer Vielfalt, also das Artensterben auf der einen Seite und die Überdüngung des Planeten, das kommt aus der Landwirtschaft, aber auch aus Alterabgasen, auf der anderen Seite, Artenverluste und Überdüngung sind die Hauptfaktoren, die es wahrscheinlich machen, dass die große Teile der Ökosysteme kippen werden. Noch lange vor dem Klimawandel, das ist vielen nicht bewusst, wie dramatisch diese Situation ist. Und ich verstehe die Politiker nicht. Also Wissenschaftler reden sich den Mund dran, sind aber das schon seit 200 Jahren, wie erwähnt, und finden aber leider diesbezüglich nur sehr, sehr wenig Gehör. Das Volksbegehren Artenvielfalt hat ein bisschen was gebracht, aber ist halt auch nur ein erster Anfang.
Deswegen, was kann man selber tun? Und eine Idee, die man hat, um Schmetterlinge zu retten, hört man manchmal, na, lassen Sie Brennnesseln im Garten stehen. Da gehen dann solche Schmetterlinge wie der Admiralfalter, den Sie da rechts oben sehen, vielleicht drauf, wenn die Brennnesseln nicht zu stark gedüngt sind. Aber der Admiral ist noch nicht mal ein einheimischer Schmetterling. Also mit Brennnesseln alleine retten Sie die 3300 Arten nicht, die es in Bayern gibt. Es sind auch nur wenige, die am Brennnesseln vergleichsweise fressen. Also, so einfach geht es leider nicht. Man muss hier mehr tun und man muss hier grundlegende Veränderungen angehen. Zum Beispiel im eigenen Garten sowas stehen zu lassen. Ja? Manche sehen das als schön an, manche Nachbarn sagen, das ist schlampig und ich zeige dich jetzt an, weil die Löwenzahn und Mohnblumen und sonstigen Samen will ich bei mir nicht haben. Also ein Garten, der aus einheimischen Blumen und einheimischen Gehölz und einheimischen Hecken besteht, die dann auch wachsen dürfen, ein Garten, der nicht gedüngt wird und wo auch keine Insektengifte gespritzt werden, das ist schon mal ein Anfang, jedenfalls in der Stadt. Und ein Zeichen, das Sie alle setzen können. Wenn die Meergärten so ausschauen, umso mehr Trittsteine haben Insekten, um vom einen Ort zum anderen überwechseln zu können. Das ist ja auch ein Problem, weil eben so viele Landschaftsbestandteile mit Beton versiegelt sind oder durch Monokulturen. Man kann den Gemeinderäten auf die Pelle rücken und sagen, tut mal was, muss das sein, dass die Straßenränder gemulcht und so gemäht werden, dass hier nichts anderes mehr steht als kurzes Gras. Es geht ja auch anders. Ja, es gibt manche Gemeinden, ich war gestern hier bei Bürgermeister und zweiten Bürgermeister einer Gemeinde hier in der Nähe von Regensburg eingeladen, haben wir das angeschaut. Die wollen Biodiversität, also Artenvielfalt gezielt fördern. Und dort sehen die Straßenränder an manchen Stellen so aus. Nicht gemäht. Und das Rosa oder das Bläuliche, was Sie hier sehen, das ist Thymian, der hier überall wächst. Hier hat jemand sogar Thymian ausgegraben, illegalerweise, um das in den eigenen Garten zu setzen. Da haben sich die Bürgermeister gefreut und gesagt, das ist toll, das wollen wir so haben, weil dann sieht man also, dass die Leute das wertschätzen und sowas auch als schön empfinden, in den eigenen Garten verpflanzen. Also so geht's auch. Gemeinden können auf Pestizide verzichten, wenn sie das wollen. Straßenbegleitgrün können sie fördern. Auch die können auf die Straßenbeleuchtung, das ist schon auch ein bisschen zum Insektenschutz geeignet, nicht wirklich viel, aber dass nicht so viele Nachtfalter vom Licht angezogen werden und dann verenden. Na, aber das ist nicht so wichtig, aber Straßenbegleitgrün, Straßenränder nicht mehr mähen, keine Pestizide spritzen, Wildwuchs zulassen, das ist toll. Manche Gemeinden machen es, andere machen es nicht. Bei manchen ist das Bewusstsein dafür noch nicht hinreichend gewachsen. Also werden Sie durchaus auch aktiv und gehen Sie auf die Gemeinden zu. Und wenn ich schon sage, einheimische Pflanzen fördern, das ist eine Wiese vor unserem Haus, vor der Zoologischen Staatssammlung, wo wir natürlich vorbildlich auch durch den Bund Naturschutz im Münchner Westen das Gelände bewirtschaftet wird und gefördert wird. Man sieht das schon an den Farben und Strukturen da. Das ist ein artenreicher Lebensraum, was für Insekten im Prinzip sehr gut ist. Wenn man dann aber näher nachschaut als Schmetterlingsforscher, dann sieht man, da gibt es trotzdem nicht sehr viele Schmetterlinge. Das ist dann schon wieder verstörend. Aber man kann dann darauf schließen, dass blühende Flächen alleine noch nicht reichen. Also auch nicht so Blühstreifen an Äckern und so weiter. Da müssen noch weitere Bedingungen erfüllt sein, dass dann trotzdem Schmetterlinge und andere Insekten heimisch werden können und sich wieder ansiedeln können. Also zum Beispiel der Stickstoffgehalt der Böden ist ein immenses Thema, Überdüngung. Stickstoffverbindungen fördern ja das Pflanzenwachstum. Und wir haben, ich habe es schon erwähnt, ja, ein globales Problem mit einer irren Menge an reaktiven Stickstoffverbindungen, die in die Umwelt entlassen werden, ungefähr zu 2/3 aus der Landwirtschaft stammend, ungefähr zu 1/3 aus Autoabgasen und Industrieabgasen, also Stichwort Dieselskandal, NOx, das ist sowas. Und dieses ganze Zeug verteilt sich mit der Luft über ganz Europa und die ganze Welt eigentlich und reichert den Boden mit Stickstoff an, was dazu führt, dass die Pflanzen wieder rückwachsen. Viele Pflanzenarten vertragen das nicht und sterben aus und dann auch die Schmetterlinge, die an denen leben, natürlich. Und andere Pflanzen ändern ihre Inhaltsstoffe. Das heißt, sie fangen an, anders zu riechen.
sodass die Schmetterlingsweibchen gar nicht mehr erkennen können, hoppla, das ist jetzt eine Futterpflanze, die für meine Raupen geeignet ist. Die legen keine Eier mehr ab, weil die Pflanzen nicht mehr so riechen, wie das die Schmetterlinge eigentlich gewohnt sind. Ja, es gibt, die Flächengröße ist wichtig und der Vernetzungsgrad. Das heißt also, eine Wiese allein reicht nicht. Und wenn dann 5 Kilometer entfernt die nächste Wiese ist, das ist eine Entfernung, die unüberbrückbar ist für viele Insekten. Da müssen also schon die Wiesen nebeneinander sein oder in Nähe vernetzt sein, dass es Korridore gibt, wo die Insekten von A nach B wandern können. Also das ist alles zu beachten. Natürlich auch Pestizide, die durch die Luft verdrückt werden können vom benachbarten Acker und so weiter. Und dann kann zum Teil blühen, wie es mag, und die Insekten sind trotzdem nicht da. Also Blühflächen alleine, das reicht definitiv nicht aus. Es ist wichtig, es ist notwendig, sowas zu haben, aber nicht ausreichend. Ich kann Ihnen Stellen zeigen in Südtirol, wo also in der Gegend von Merane im Talgrund unten jede Menge Apfelbäume wachsen, kultiviert werden und die werden zigmal im Jahr gespritzt. Und diese Pestizide werden mit der Thermik, also mit der warmen Luftströmung nach oben gesogen, in die Berghänge rauf, wo die ganzen Touristen wandern und gehen durch blühende Landschaften, wunderschön, ohne Insekten. Vielen fällt das nicht auf, weil das Bewusstsein dafür oft nicht mehr da ist, aber für einen Biologen ist sowas ein völlig verstörender Anblick, das kann ich Ihnen versichern. Ne? Also da sieht man also Blüten allein wichtig, aber nicht ausreichend. Was Sie noch machen können, ist Verhalten beim Einkauf zu überdenken. Also möglichst halt der Massenindustrie den Billigfleisch, den Kampf ansagen, möglichst versuchen halt regional und nach Möglichkeit bio, also ökologisch erzeugte Nahrungsmittel einzukaufen, auch wenn die teurer sind. Ökolandbau ist allemal umweltverträglicher und erhält mehr Insekten bei uns, als es die intensive Agrarindustrie. Also möglichst versuchen, im eigenen Verhalten und zu gehen, also möglichst regional ökologisch einzukaufen und eben diesen Auswüchsen, hat er noch weitere Auswüchse, wie man jetzt weiß, von den Massenschlachtungen, und Corona-Ausbrüchen dabei, Tönnies und so weiter und wie auch da die Menschenhaltung dort ist. Also das hat ja noch weitere Folgen. Also solchen Dingen kann man schon persönlich den Kampf ansagen. Und je weniger Leute auf diese überaus umweltschädlich produzierten Nahrungsmittel zugreifen, umso besser wäre es natürlich. Und ich hoffe also, dass sich da noch ein richtiger Bewusstseinswandel ergibt. Ja, an der Stelle möchte ich es jetzt erstmal bewenden lassen. Ich habe Ihnen erzählt, was Schmetterlinge sind, hoffentlich vermitteln können, dass Schmetterlinge schön sind, dass interessant sind, warum man sich als Forscher dafür begeistern kann und welche Datengrundlagen man schaffen kann, auch im Zusammenhang mit dem traurigen Insektensterben, es eben belegen kann und zeigen kann, was die Ursachen sind und darauf hinarbeiten kann, dass unsere Umwelt nicht ganz vor die Hunde geht und erhalten bleibt. Also das sind all die Dinge, die hier mit hereinspielen. Und ich hoffe, dass ich hier nicht nur Ihr Interesse geweckt habe, sondern vielleicht auch dazu beitragen konnte, dass Sie auch aktiv ein bisschen zum Schutz unserer Umwelt oder auch zur Erforschung unserer Umwelt, zum Beispiel durch einen Beitritt in einem der entomologischen Vereine, beitragen. Ich bedanke mich an der Stelle ganz, ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, auch für die Einladung bei der Volkshochschule, diesen Vortrag halten zu dürfen und freue mich jetzt natürlich sehr auf Ihre Fragen. Ja, erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Segerer, für den großen Bogen, den Sie jetzt aufgespannt haben und der natürlich auch die ganzen Vernetzungen und auch Probleme gezeigt hat. Wir sind nicht so viele, immerhin 17 Zuhörer. Ich bitte Sie einfach, wenn Sie eine Frage stellen wollen, ist das Allereinfachste, Sie schalten einfach Ihr Mikrofon ein, dann können Sie direkt sprechen. Ja? Von daher ist das Einfachste. Sie können aber gerne auch Ihre Frage in den Chat schreiben und dann würde ich die Frage an Herrn Segerer weiterleiten. Vielleicht fange ich mal mit einer Frage an, Herr Segerer.
Es gibt ja so eine interessante Beobachtung, ne, dass der ländliche Raum, der ausgeräumte, von dem Sie berichtet haben, ja eigentlich für viele Tierarten inzwischen ausgesprochen problematisch ist und dass sich die Wahrnehmung fast ein bisschen ändert, dass die Großstädte fast ein Rückzugsraum für viele Tiere geworden sind und man da eigentlich fast mehr beobachten kann wie auf dem Land. Trifft das für die Schmetterlinge auch ein Stück weit zu? Ein bisschen ja, das stimmt also für einige Arten durchaus. Aber es ist nicht die Masse der Arten. Also es gibt verschiedene, man muss ein bisschen unterscheiden, wie stark sind Insekten an ihren eigentlichen Lebensraum gebunden. Da gibt es welche, die sogenannten Spezialisten, die brauchen also wirklich eine Mixtur von Bedingungen, die hochspezifisch sind und die alle passen müssen, dass sie überhaupt Existenzmöglichkeiten haben. Und die sind in der Stadt üblicherweise nicht gegeben. Also diese Spezialisten wird man in der Stadt eher selten oder gar nicht finden. Dann gibt es aber auch die sogenannten Allerweltsarten, die also mehr Veränderungen in der Umwelt abkönnen und ertragen. Und solche finden dann tatsächlich in der Stadt mehr Rückzugsräume. Das sind aber meistens Nachtfalter, die man hier jetzt bei den Schmetterlingen spezifisch beobachten kann. Und manchmal auch einige Tagschmetterlinge, aber Achtung, das ist ja nur eine Minderzahl der Tiere. Also hier sehen Sie auch auf dem Bild, das ich ganz bewusst genommen habe, ein Tagpfauenauge, das ist eine einheimische Art, die am Brennnessel lebt, nicht besonders selten war, auch heute noch nicht wirklich bestandsbedroht ist, aber massiv zurückgegangen ist. Und die anderen hier, das ist der sogenannte Admiral, den man jetzt durchaus sehen kann, auch im eigenen Garten am Sommerflieder. Das ist keine einheimische Art, der kommt wie das Taubenschwänzchen aus Südeuropa zu uns und wandert da ein und verschwindet dann auch wieder und überlebt nur in Ausnahmefällen unseren Winter. Also, das sind Arten, die sich in der Stadt durchaus noch wohlfühlen. Aber jetzt gebe ich Ihnen ein Beispiel aus meinem eigenen Garten hier in Regensburg. Lebe ich ja doch einige Jahrzehnte schon. Und ich erinnere mich, in meiner Kindheit gab es diese Tagpfauenaugen, eine Allerweltsart, in solchen Mengen, dass sich wirklich die Blüten des Sommerflieders so förmlich gebogen haben. Also da waren 10 Falter pro Blütentraube draufgesessen. Und heute sehe ich am Tag vielleicht noch einen, der blüht gerade über den Sommer. Also auch hier in der Stadt ist die Population dieses Allerweltsfalters sogar stark eingebrochen. Ich kenne auch den Grund dafür, weil also in den 60er, 70er Jahren hier, als unser Haus gebaut wurde, da waren wir am Stadtrand von Regensburg und das Hinterland war offene Fläche mit Brachflächen und extensiv bewirtschafteten Feldern. Da haben sich die vermehrt an den Brennnesseln, die dort liegen, gewachsen sind und kamen dann im Garten am Sommerflieder sein. Und jetzt mittlerweile ist das Teil der Großstadt geworden. Es ist Wohngebiet, es gibt nur noch Gärten mit englischen Rasen und ausländischen Hecken, da gibt es kaum noch Brennnesseln, also gibt es auch keine Bauernhaufen. Aber an anderen Stellen ist es schon wieder anders in der Gegend der Donau, wo unten auch noch Hopfen und ähnliche Pflanzen wachsen, da können die Pfauenaugen auch da und nebenan gibt es schon wieder mehr. Und das Insektensterben, also zu den Charakteristika gehört, dass die Arten, dass es regional sehr unterschiedlich ausfallen kann, welche Arten wo noch in welcher Zahl vorkommen. Hier gibt es mehr, an anderen Stellen gibt es wieder weniger. Und je feiner man das auflöst und so, weniger kann man eine Regel aufstellen. Also im Generellen ist so, dass manche Arten in der Stadt tatsächlich mehr Lebensraum haben, aber nicht an allen Stellen und auch nicht alle Arten, sondern nur ein Bruchteil. Das sind die sogenannten Generalisten oder Allerweltsarten. Ja, bitte, Sie sind dran mit Ihren Fragen. Schalten Sie einfach Ihr Mikrofon ein und fragen Sie. Hallo, Werner Fuß hier. Hallo? Ja, wir hören Sie. Hallo? Wir hören Sie, Ja, alles sehr gut. gut. In Ostdeutschland waren Monokulturen und Großbetriebe eigentlich schon Jahrzehnte vor Westdeutschland verbreitet. Hat sich das irgendwie bemerkbar gemacht in Ja, nein. Insektenpopulationen? Ja, also teilweise ja. Natürlich dort, wo diese großen LPGs waren, da ist natürlich auch tote Hose. Das ist richtig. Aber in der ehemaligen DDR gab es eben auch viel Flächen, wo jetzt zum Beispiel Militärübungsplätze waren oder einfach ödes Land, Kiefernwälder, so also Richtung Brandenburg raus, weiß ich das.
Und dort hat sich eine irre große Artenvielfalt erhalten. Und das sind immer noch Rückzugsgebiete für Schmetterlinge, die sonst in ganz Deutschland kaum noch vorkommen. Die findet man an den Stellen schon. Also auch da kommt es wieder an, wo man genau, welche Gebiete man genau betrachtet. Dort, wo die große intensive Landwirtschaft war mit den LPGs, da ist nach wie vor nichts. Es sei denn, man würde jetzt anfangen zu renaturieren. Aber was es eben auch gibt, ist, dass seit der Wiedervereinigung auch in Ostdeutschland jetzt die europäische Agrarpolitik mit ihren ganzen Fördersystemen und Begleiterscheinungen wirkt. Und parallel damit ist es tatsächlich so, dass jetzt auch Schmetterlinge anfangen, dort zurückzugehen, wo sie also bisher noch sozusagen vom DDR-Bonus, wo noch ja natürlichere wilde Landschaften waren, Grenzstreifen zum Beispiel, Todesstreifen und so weiter, dass dort jetzt auch Rückgänge beobachtet werden. Es geht tatsächlich parallel mit der Intensität der modernen Landnutzung, wahrscheinlich auch dem übermäßigen Einsatz von Insektengiften, den es damals wohl noch nicht so oder jedenfalls nicht von so giftigen Stoffen gab, geht das jetzt dort auch zurück. Auch in Rumänien beobachtet man das ganz, ganz deutlich. Also je moderner die Agrarwirtschaft, je intensiver, so muss ich sagen, moderner, intensiver gewirtschaftet wird, umso dramatischer der Insektenrückgang. Da gibt es eine ganz, ganz klare Korrelation. Es gibt jetzt noch eine Frage aus dem Chat, das ist Bemerkung von Johanna. Es ist schon schockierend, was wir aus unserer Umwelt in kurzer Zeit gemacht haben. Hoffentlich kommt es zu einem Umdenken. Gibt es überhaupt eine Chance für Insekten gegen Mähroboter und so weiter zum Beispiel? Also der Mähroboter ist ja auch so ein Gerät, das sich da mittlerweile in den Baumärkten ja zuhauf durchsetzt. Ja, also es sind jetzt eigentlich zwei Fragen. Mähroboter, was sehr Spezifisches. Das ist natürlich überaus insektenfeindlich und man kann im Internet dann auch so schockierende Bilder sehen, so von halb gehäuterten Igeln, die da dem Roboter vor die Nase gelaufen sind. Also das ist was Unschönes und das ist natürlich kein Beitrag zum Insektenschutz, wenn ich dann kurz geschnittenen Rasen habe, wo nichts mehr drauf wächst. Das ist völlig klar. Auf der anderen Seite, jetzt missverstehen Sie das nicht, was ich sage, ist das, was im eigenen Garten passiert, jetzt nicht so kriegsentscheidend, weil es letztlich nur 3% der Landesfläche ist. Ungefähr so viel wie Naturschutzgebiete. Über 50% der Landesfläche ist landwirtschaftliche Nutzfläche in Deutschland. Also die Musik spielt schon dort, was die Landwirte tun oder was sie lassen. Die haben es in der Hand, für Artenvielfalt zu sorgen oder Artenvielfalt zu vernichten. Aber dann sage ich, missverstehen Sie mich bitte nicht. Es ist ganz wichtig, auch in den Städten selber etwas zu tun. Und deswegen habe ich auch für Wildwuchs im eigenen Garten plädiert. Einmal, um ein Zeichen zu setzen, aus pädagogischen Gründen sozusagen, und ein Umdenken auch nach außen hin sichtbar zu machen. Und zum anderen sind die Gärten eben schon wichtig. Je mehr Gärten naturnah angelegt sind, umso mehr können sich dann die Arten, die sich in Städten halten, auch verbreiten. Und deswegen ist das schon wichtig. Also bitte nicht missverstehen. Aber entscheidend ist eigentlich, wie wir uns entscheiden, in Zukunft Landwirtschaft zu betreiben. Das sind Entscheidungen, die auf europäischer Ebene gefällt werden. Und ob wir dem Flächenfraß und dieser Zersiedelung der Landschaft ein Ende setzen wollen oder nicht. Das ist natürlich in erster Linie eine politische Entscheidung. Da reden die Wirtschaftslobbys mit herein. Und nach meiner Erfahrung, ich war auch Teilnehmer am Runden Tisch im Zuge des Volksbegehrens Artenvielfalt von Bayern. Also mein Eindruck ist schon, dass wirtschaftliche Interessen im Zweifelsfall doch leider den Vorrang vor ökologischen Notwendigkeiten haben. Da ist meine Feststellung. Ich glaube nicht, dass dieses Insektensterben die Menschheit ausrotten wird. Aber es gibt Beispiele aus der Geschichte, wo man lernen kann, was passiert, wenn Ökosysteme kaputt gehen. Diese Gefahr besteht sehr reell. Es ist die Osterinsel im Pazifik, dort, die ist vor um das Jahr 1200 besiedelt worden. Die polynesischen Siedler haben dann die ganzen Bäume abgesägt und haben sich selber der Möglichkeit beraubt, aus dem Meer zum Fischen fahren zu können, haben die Vögel alle aufgegessen, die es dort gab, haben den Boden intensiv bestellt und der ist dann erodiert und ins Meer geweht. Also die Folge war, dass in kurzer Zeit die Ressourcen knapp wurden, Schädlinge waren auch noch mit eingeschleppt worden, die um die Nahrungsmittel konkurriert haben. Und das ist so ein bisschen dieses Endzeit-Szenario, das auf uns zukommen könnte.
Und was ist rausgekommen am Ende vom Lied? Also die Gesellschaft ist auseinandergebrochen. Die Leute haben das schon überlebt, aber zu einem hohen Preis. Als die Europäer dann im 18. Jahrhundert, 17., 18. Jahrhundert die Osterinsel entdeckt haben, war die einheimische Bevölkerung um 80% schon geschrumpft. Es gab Kannibalismus, Stammeskriege und so weiter. Und das ist doch ein Szenario, was wir unseren Nachkommen nicht wünschen wollen. Also die Hoffnung stirbt zuletzt und aufgeben ist keine Option. Ich bin ein bisschen skeptisch, ob jetzt schon die Zeichen der Zeit erkannt werden, weil Wissenschaftler warnen seit 200 Jahren schon, wie ich erzählt habe, vor diesem Artensterben und sie haben kein Gehör gefunden. Es gibt tatsächlich ein Zitat aus dem Jahr 1885, wo sich ein Regensburger Schmetterlingsforscher beschwert, dass die Arten und die Fundstellen weniger werden. Er nennt das, also in den Worten der damaligen Zeit, eben die Intensivierung des Landbaus und Flächenfraß als Ursachen dafür und schreibt wörtlich, dass alle mündlichen wie schriftlichen Auslassungen über die großen allgemeinen Nachteile bei den Behörden kein Gehör finden. Und daran hat sich bis heute eigentlich wenig geändert. Das ist meine traurige Beobachtung. Und also anders gesagt, es tut wahrscheinlich noch nicht weh genug. Deswegen fürchte ich, wird die Entwicklung noch ein bisschen weitergehen, aber man darf es vielleicht auch nicht oder soll es auch nicht zu pessimistisch sehen. Es gibt ja Umdenken, es gibt Ansätze, es gibt Initiativen, regional sich zu versorgen. Es gibt das Volksbegehren Artenvielfalt in Bayern, das einige Akzente setzt, aber nicht alles lösen kann, weil eben Dünge und Pestizidverbote auf europäischer Ebene entschieden werden und nicht auf bayerischer Ebene. Es gibt jetzt in Baden-Württemberg die Initiative, dass mehr naturnah gewirtschaftet wird und es tut sich also etwas. Und das sind eigentlich die hoffnungsfrohen Zeichen. Und ich denke, jeder, jede von uns kann Beiträge dazu leisten, im eigenen Umfeld diese Entwicklung auch zu fördern. Je mehr man die Botschaft verbreitet und je mehr sie verstanden wird, das ist ja das Wichtige, dass man es begreift, umso besser ist es. Das Problem ist halt ein bisschen wie beim Klimawandel, auch eigentlich sogar noch schlimmer als beim Klimawandel, dass die tatsächlichen wissenschaftlichen Zusammenhänge so komplex und so abstrakt sind, dass das für viele einfach nicht nachvollziehbar ist. Die Gefahren, die Zusammenhänge, die alle existieren, was auf uns zukommen könnte. Und hier ist, glaube ich, noch sehr viel Aufklärungs- und Bildungsarbeit nötig. Und da kann jeder von uns Beiträge leisten. Also ich bin durchaus auch skeptisch, wie das mit der Entwicklung weitergeht, aber doch so optimistisch, dass ich mich nicht davon abbringen lasse, Vorträge wie diese zu halten und die Botschaft zu verkünden auf allen Ebenen, in der Hoffnung, dass sie möglichst viele Leute erreicht und zum Umdenken gehen. Werner, haben Sie noch eine Frage, weil ich die blaue Hand sehe? Dann hake ich noch mal gerade nach. Herr Dr. Seeger, Sie hatten es jetzt gerade erwähnt gehabt. Ist das aus Ihrer Sicht ein bisschen ein Problem? Wir hatten das diese Woche auch schon, als wir einen Vortrag über die Entwicklung Umgang mit der Ressource Wasser erlebt haben, dass die Diskussion auf den Klimawandel, so wichtig sie ist, ein Stück weit auch die Wahrnehmung von solchen anderen problematischen Entwicklungspfaden verstellt hat und dass es jetzt bedeutsam wäre, die sozusagen auch wieder gleichgewichtiger in die Wahrnehmung zu heben. Ja, das würde ich unbedingt bestätigen. Ich weiß nicht, ob die Problematik wirklich nicht angekommen ist, schon in den Köpfen der Entscheidungsträger, weil man neigt doch immer dazu, Einzelaktionen zu starten, wie zum Beispiel das Klima zu retten und die anderen Dinge, die damit verknüpft sind, wie zum Beispiel eben die Landnutzung, Stichwort Abholzung der Regenwälder in den Tropen, Überdüngung und so weiter schon auch beachtet, aber nicht in den großen Zusammenhang setzt. Das gehört tatsächlich alles zusammen. Alles ist irgendwie mit allem vernetzt und ich plädiere nachdrücklich dafür, dass wir statt Weltklimakonferenzen Weltökokonferenzen bräuchten, wo wirklich alles gemeinsam besprochen wird. In meiner Wahrnehmung ist es so, dass es tatsächlich zu sehr auf den Klimawandel fokussiert ist und der ist in den Köpfen irgendwie angekommen. Und das heißt aber dann im Umkehrschluss, wenn wir das Weltklima retten, haben wir die Welt gerettet. Das ist falsch. Überdüngung und Artensterben sind noch drängendere Probleme. Also es ist wahrscheinlicher, dass die globalen Ökosysteme aufgrund dieser Ursachen kippen, als durch den Klimawandel in den nächsten Jahrzehnten. Und das ist eine Botschaft, ich weiß nicht, die Politiker hören die wahrscheinlich nicht so gerne, weil ja dann wieder noch mehr Fässer aufgemacht werden. Reicht ja schon der Klimawandel eigentlich. Mhm.
Ja? Und die Diskussion und die Schwierigkeiten und Auseinandersetzungen, die es da gibt. Und das ist ein bisschen schwierig. Man müsste auch aus der Sicht der Politiker, kann ich auch verstehen, dass man da keine große Lust zu hat, weil die wollen ja wiedergewählt werden. Und es sind ja schon Klimamaßnahmen, um das Klima in den Griff zu bekommen, sind ja auch schon wieder mit Einschränkungen verbunden. Jetzt müsste man wegen Überdüngung, wegen Artensterben noch weitere Maßnahmen ergreifen. Das kommt natürlich beim Volk nicht unbedingt gut an, wenn nicht verstanden wird, wozu das wirklich notwendig ist oder wenn irgendwo Ausgleiche geschaffen werden. Ja. Also Beispiel, wenn ich mehr Ökolandwirtschaft will, dann muss ich auch höhere Preise bezahlen, nicht? Und weniger Dünger und Pestizide werden dann eingesetzt, was der Vorteil wäre. Ne? Aber nicht jeder kann oder möchte dann auch wieder einen Preis bezahlen. Also das ist alles sehr, sehr schwierig, glaube ich. Aber ja, unbedingt, man kann ja nicht weitermachen, den eigenen Ast abzusägen, auf dem man sitzt. Also ist es unbedingt notwendig, hier wirklich in komplexen Zusammenhängen zu denken, das den Menschen auch zu erklären. Und deswegen also Weltökokonferenzen statt Weltklimakonferenzen wäre absolut notwendig. Ich stimme Ihnen da völlig zu. Es gibt noch eine Feststellung von der Familie Bayer. In einer Siedlung muss man schon sehr stark sein, wenn man einen naturbelassenen Garten hat. Wenn man immer wieder erklärt, warum der Garten so ist, fangen vielleicht einige Gartenbesitzer an, umzudenken. Das ist ja auch eine Aufnahme Ihres Plädoyers, dass man auch im Kleinen durchaus sinnvolle Maßnahmen machen kann. Ja, das sehe ich ganz genauso. Und wenn sich der Nachbar aufregt, würde ich das ja sogar auch als Chance sehen, mit ihm ins Gespräch zu kommen und das zu erklären. Vielleicht versteht er es dann auch und macht bei der ganzen Geschichte mit. Ich kenne auch Beispiele eben aus Gemeinden, wo die Gemeinde selber Blühflächen oder irgendwie naturnahe Flächen, wie ich in Bremberg gezeigt habe, ne? An einem Beispiel am Straßenrand, wo die solche Flächen anlegen und wo einige Bürger sich beim Bürgermeister, bei der Bürgermeisterin nachhaltig beschweren, was soll denn diese Schlamperei, mäht doch endlich das Zeug hier ab. Und also das zeigt mir, dass in der Bevölkerung auch noch nicht so ganz durchgedrungen ist, dass eigentlich der Wildwuchs sexy ist und der englische Rasen eigentlich zu schmähen wäre, weil es der Artenvielfalt überhaupt nicht gut ist. Und dieser Switch, der müsste eigentlich im Kopf passieren. Schlampige Gärten in Anführungszeichen sind sexy und die englischen Gärten nicht. Ich glaube, wir machen jetzt mal eine Zäsur. Sie haben jetzt ja alle lange ausgehalten. Ich möchte mich bei Herrn Dr. Segerer ganz, ganz herzlich bedanken. Das ist ja eine der Chancen. Sie sitzen gerade in Regensburg. Wir hören Ihnen da aus dem Umland von München zu. Das hat alles wunderbar geklappt. Ganz, ganz herzlichen Dank für diesen spannenden, interessanten und nachdenklich machenden Vortrag. Ja. Man kann so ein bisschen klatschen. Dankeschön. Ich freue mich also sehr über das Interesse und tragen Sie die Botschaft bitte weiter. Das ist das Wichtigste. Und geben Sie nicht auf. Aufgeben ist keine Option. Setzen Sie sich ein für die Umwelt und für unsere Insekten. Vielen, vielen herzlichen Dank. Es war mir wie immer ein Vergnügen, Herr Dr. Stetz. Und ich hoffe auf weitere gute Zusammenarbeit. Ich melde mich bei Ihnen auf jeden Fall nochmal. Den Zuschauern auch ganz herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer, falls wir uns nicht mehr sehen. Ja? Wir haben noch ein paar Veranstaltungen bis zu Mitte August, aber keine Vorträge mehr. Das haben wir erst wieder ab dem Ende September. Wir haben sehr optimistisch geplant und hoffen, dass wir ein einigermaßen vernünftiges Herbst-Wintersemester hinbekommen. Würde mich freuen, wenn Sie wieder dabei sind. Ja? Ansonsten einen schönen Restabend, schönes Wochenende, erstmal einen schönen Sommer. Bis dann. Wiederschauen. Okay, Wiederschauen. Tschüss, Herr Segerer. Bis dann. Tschüss. Wiederschauen.